Radio Okitoki, Radio Okitoki, von Mensch zu Mensch. Wunderschönen guten Nachmittag hier aus Wien hier heute. Und da heißt es ja heute die Shiatsu-Tage. Shiatsu, und da heißt es Research Network. Und wir haben heute ein ganz großes Programm. Der eine hat es eh schon gesehen im Sendeplan und braucht Shiatsu-Forschung, so heißt es hier. Heute gibt es die Podiumsdiskussion und welche Forschung braucht Shiatsu? Ja, braucht es Forschung oder? Naja, wir werden es dann gleich sehen. Es sind heute auf dem Podium Fernando Calon, dann Achim Schrievers und weiter geht's dann mit Patricia Stefanie sowie Christina Pfeiffer, Eduard Tripp, und ich freue mich auf diese heutige Nachmittagssendung, die in den Abend hineingeht. Ich werde jetzt noch mal ein wenig Musik für euch einspielen und wir melden uns dann direkt hier, sobald es hier losgeht, liebe Zuhörer auf Okitok, und sag mal. So, liebe Zuhörer auf Okitok, wir starten jetzt in wenigen Sekunden, Minuten. Die Mikrofone gehen schon zu den Referenten hier am Podium. Und ja, ich denke, schalten wir doch gleich mal auf die Bühne. Ein bisschen dauert es noch. Musik machen wir jetzt erstmal aus hier auf Okitok. Und ich wünsche heute schon viel Spaß mit der Podiumsdiskussion. Braucht Shiatsu Forschung oder braucht wir Forschung Shiatsu? Ja, diese Frage ist eine essentielle. Für mich habe ich schon eine Antwort. Und ja, welche Forschung braucht Shiatsu? Gute Frage. Ich schalte mal auf die Bühne. Liebes Publikum, ja. Herzlich willkommen. Sie befinden sich hier auf einer Podiumsdiskussion, die einer der Höhepunkte ist, die im Rahmen der dreitägigen Konferenz des österreichischen Dachverbandes für Shiatsu hier in Wien am 13.06.2019 stattfinden. Mein Name ist Sonja Raviola, ich bin Gesundheitswissenschaftlerin und darf den Nachmittag moderieren. Das Thema ist brisant. Und bevor ich weiterspreche, gebe ich noch zwei wichtige Infos. Erstens, wir haben Dolmetscherinnen. Und zweitens, wir sind auf Live-Sendung. Bitteschön. Herzlich willkommen, liebes Publikum. Wir befinden uns hier bei einer Podiumsdiskussion. Welcome, dear guests. Welcome to this panel discussion. This is part of an event organized by the Austrian Shiatsu Society, and it's a panel discussion which was held in as a framework of a three-day event on 15th June 2019. Das Thema ist brisant, weil es bereits auf EU-Ebene erörtert wird. Braucht Shiatsu Forschung? Und wenn ja, welche Forschung braucht Shiatsu? The theme is a burning theme because it has also been discussed on EU level already. And the theme is, does Shiatsu need research and which kind of research does Shiatsu need? Prima. Mhm. Ja. Allen, ja. Also, und um dieses Thema gemeinsam mit Ihnen zu erörtern, hat der Dachverband für Shiatsu ein international besetztes Podium heute eingeladen. Very interesting topic to the Austrian Shiatsu Sessional Panel. Dass ich Ihnen jetzt, und ich beginne mit den Kolleginnen in alphabetischer Reihenfolge. With the female panel discussion particle order. Heute ist Karin Kors aus Deutschland. Sie ist Diplom Wirtschaftsinformatikerin, Shiatsu-Praktikerin, Coach, eine Verfechterin und auch Expertin der Komplementärtherapie. Beside me is Karin Kurs. She is Business Informatics Master. Zudem Expertin und Verfechterin der Komplementärtherapie. Specialist, so very much in support of complementary medicine.
Zudem ist sie auch Buchautorin und Verfasserin wissenschaftlicher Artikel. She's also an author of books and of scientific articles. Und arbeitet derzeit an einer Pilotstudie zum Thema Shiatsu und Achtsamkeit. And she's currently working on a pilot study on the of Shiatsu and mindfulness. Herzlich willkommen, Karin Kohas aus Deutschland. Welcome, Karin Bonin. Dann darf ich vorstellen aus Italien, Patrizia Stefanini. Herzlich willkommen. Then I may introduce to you and welcome Patrizia Stefanini from Italy. Dr. Stefanini ist Physikerin. Dr. Stefanini is a physicist. Mit Schwerpunkt Quantenphysik und auch Quantenheilung. With a focus on quantum physics and also quantum healing. Auch sie ist Autorin von vielen wissenschaftlichen Artikeln. Also she is an author of many scientific articles. Ja, und sie hat sowohl in Mailand als auch in Florenz eine internationale Schule für Shiatsu gegründet und leitet sie als Direktorin. She has founded an international school for Shiatsu in Milano and in Florence and she is also the director of this school. Ja. Und sie hat mir auch gesagt, dass sie unter anderem in Chicago und natürlich auch in Japan studiert hat und viele Erfahrungen gesammelt hat. She has collected many experiences in Japan and in Chicago. Ja. Neben Patrizia Stefanini darf ich begrüßen Dr. Christina Pfeiffer aus Österreich. Besides Patrizia Stefanini, I may introduce to you Christina Pfeiffer, Dr. Christina Pfeiffer. Sie ist Diplom-Ingenieurin und Doktorin der Technik. She is an engineer and doctor of techniques. Ja. Und natürlich Shiatsu-Praktikerin. And also Shiatsu-Practitioner. Aber nicht nur, sie ist auch tätig an der Internationalen Akademie für Hara Shiatsu, wie ich ihrer Website entnehmen konnte. Außerdem hat sie gemeinsam mit einem Team initiiert ein, und jetzt muss ich nachlesen, denn es gibt zwei, Shiatsu Research Network. And she's not only a Shiatsu practitioner, she's also active at the International Academy of Hara Shiatsu and she has also initiated the Shiatsu Research Network. Und koordiniert dieses. And also is also coordinating this network. Ein gleichwertiges Netzwerk. It is a network of equal members. Yeah. Okay. Und außerdem hat sie auch die wissenschaftliche Leitung einer. Ich sage jetzt einmal, sie hat eine Pilotstudie in Verantwortung, Bluthochdruck und Shiatsu. Okay, das heißt, es gibt, wir sind fast schon in der Diskussion, es gibt eine Studie zum Thema Auswirkungen Shiatsu und Bluthochdruck, aber sie ist derzeit noch nicht veröffentlicht. Mehr ist jetzt gar nicht zu sagen. Frau Dr. Pfeiffer, wir kommen noch dazu. She has been involved in a study on Shiatsu and blood pressure, but the study has not been published yet and we will speak about this a little later. Ich darf bitten, die Kolleginnen sehr herzlich zu begrüßen. Please welcome my colleagues. Außerdem freue ich mich auch sehr, dass es Dr. Tripp gelungen ist, wieder eine Live-Sendung zu arrangieren. Wir haben den Radiosender OKTALK bei uns, der sowohl auditiv als auch visuell aufnimmt. Vielen herzlichen Dank. And I'm also very happy that Dr. Tripp has managed to organize OKTALK, the radio, to record this podium, this panel discussion live, audio and also visually on video. Jetzt darf ich zu den Herren kommen. Und zwar zuallererst möchte ich gerne Fernando Cabo begrüßen aus Großbritannien. Herzlich willkommen. Now I would like to introduce the men to you. First, Fernando Cabo from the UK. Er ist Master of Science und sowohl Gründer als auch Direktor und vor allem auch Lehrender an der Londoner Schule für Shiatsu. He is a founder and also teacher at the London School of Shiatsu. Er arbeitete, lehrte und forschte in der Schweiz, in Niederlande, in Spanien, England und in Österreich. He worked and researched and taught in Switzerland, Spain, the Netherlands and Austria. Ja.
Und er ist der Autor einer Studie, die vermutlich schon im Gespräch war im Laufe der ÖDS-Tagung, nämlich die Studie Abgrenzung, Differenzen oder vielleicht doch Gemeinsamkeiten, Scherzo und Akupressur. And he has been an author of a study that might have already been a topic in these days of the Shiatsu Society about the differentiation, the differences, but also common ground of Shiatsu and acupressure. Ja, dann darf ich Achim Schrievers vorstellen aus Deutschland, aus dem Raum Stuttgart. Denn dort ist auch sein Institut für energetische Körperarbeit. Now I may introduce Achim to you from Germany, he's from Germany, where also his Institute for energetische Körperarbeit, for energetic bodywork, is located. Ja, und Kreativität. For energetic bodywork and creativity. Ja. Auch er hat Bücher veröffentlicht. Zwei sind auch hier zur Ansicht. Schätze des Shiatsus und ein zweites Buch, nämlich es lautet Durch Berührung wachsen Shiatsu und Qigong. He has published he's also author and publisher of books, and we have two books here. One is Treasures of Shiatsu and the other is Growing Through Shiatsu. Ja, wachsen durch Berührung. Growing through touch. Ja. Okay. Und er ist gemeinsam mit Karin Kors, arbeitet er an der Studie zum Thema, zu der aktuellen Studie zum Thema Achtsamkeit und Shiatsu. And he has been working together with Karin Kors on the study and pilot study of Shiatsu and Mindfulness. Herzlich willkommen. Welcome. So, ja, und dann ist noch Dr. Eduard Tripp hier an unserer Seite auf dem Podium. Dr. Tripp ist klinischer Psychologe und Psychotherapeut, außerdem auch ausgebildet in Körperpsychotherapie, Supervision und Coaching, natürlich Shiatsu-Praktiker und alles in seiner Wiener Praxis und zudem noch Autor zahlreicher wissenschaftlicher Essays und Veröffentlichungen. Und er vertritt auch den Dachverband hier als Gastgeber und Organisator. Zudem komme ich auch, Entschuldigung, zuerst die Übersetzung. Then there is Dr. Eduard Tripp. He's a clinical psychologist, a psychotherapist, also an expert supervisor and a coach, and does all this in his practice in Vienna. He's also the representative of the Austrian Shiatsu Society here tonight, and he's also the author of many articles. Yeah. Und bei, also im Rahmen des ESF.eu, also der European Shiatsu Federation, vertritt Dr. Tripp auch Österreich in dieser Tätigkeit. And he's also representing Austria, the ESF, the European Federation. Okay. Ja, also bitte auch für die Herren ein herzliches Willkommen. Please also welcome the gentlemen. Jetzt darf ich Dr. Tripp bitten, in seiner Funktion als Gastgeber das Wort zu ergreifen. I now give the word to Dr. Eduard Tripp as the host of this evening. In Vertretung Host. Also ich möchte alle begrüßen im Namen eigentlich von Alexander, dem Obmanus des ÖDS, Alexander Tabakoli. Er bedauert sehr, dass er nicht da sein kann und hat mich gebeten, sozusagen die offizielle Einladung oder die offizielle das offizielle Willkommen an uns für Sie auszusprechen im Namen des ÖDS. I'm here also and I would like to welcome you in the name of Alexander Tabakoli, the chair of our Austrian Shiatsu Society, and a warm welcome. Vom Hintergrund her war es sehr meine Aufgabe, möchte man so sagen, dass diese Diskussionsforum zustande gekommen ist. Und ich möchte ein klein wenig über die Zielsetzung und die Hintergründe erzählen vorab, bevor wir in die Diskussion einsteigen. Really start with the discussion, I would like to tell you a little bit about the background and how this whole panel discussion came into being. Es hat im Grunde zwei Threads gegeben. Der eine ist, mit Forschung sind wir schon sehr früh beschäftigt worden in der Berufspolitik, nämlich mit 1997 war es eine EU-Entschließung zu den komplementären und alternativen Therapien. Shiatsu war auf dieser Liste, aber es kam zu keinem Beschluss, dass
CAM, also Scherz auch drinnen, aufgenommen wird in das Gesundheitssystem, sondern wir wurden beauftragt, Forschung zu halten oder Forschung zu etablieren, um die Wirksamkeit von Scherzo, die Risikolosigkeit von Scherzo und all diese Dinge zu überprüfen. It actually started in 1997 and at that time CAM, Scherzo was part of CAM, of Complementary Medicines, on the EU level, but we were asked to present some evidence. Dem hat der Europäische Verband Folge geleistet und 2001, 2002 gab es eine Pilotstudie in Deutschland und Großbritannien zu diesem Thema. Diese wurde dann in einer Hauptstudie, Professor Long hat die durchgeführt, 2005 bis 2007 abgeschlossen und veröffentlicht. Ich glaube, die meisten kennen diese Studie. It was followed up by a proper study done by Professor Long in 2005 and 2007. And I think most of you know about this. Diese Studie wurde in Österreich, in UK, also in Großbritannien und in Spanien abgehalten. The study was Austria, Spain, the UK. Germany. Austria, Spain and the UK. Okay. Unsere finanziellen Ressourcen als ESF waren danach erschöpft. Then the financial resources of ESF were zero. Seither haben wir keine so groß angelegte Studie mehr. Solche Studie braucht Universitäten und solche Studien braucht mehrere Länder, wenn wir sie groß aufziehen und vor allen Dingen viel Geld. Since then we haven't been able to follow-up study, because a study like this really needs financial resources, needs universities to cooperate. Der zweite Thread sozusagen, wie das zustande kam, weil dieser Fokus auf Studien immer in Österreich und in dem europäischen Bereich da ist. Der zweite sozusagen Zweig war eigentlich ein Telefonat mit der Christina. And the second spark, how this all came to be, was a phone conversation with Christina. Weil im Rahmen des Scherzo-Netzwerks auch sehr unterschiedliche, sagen wir mal so, unterschiedliche oder kontroverse Diskussionen über was soll die Forschung sein, welchen Inhalt soll sie haben, gegeben hat. Because within the Scherzo Research Network a discussion emerged about what kind of Scherzo does, what kind of research Das ist bei E-Mail sehr schwierig und daraus ist die Idee entstanden, wir sollten das vielleicht in eine Diskussion bringen. And discussing this topic showed to be quite difficult to do via email, so we thought it might be good to do this live from face to face. Hier ist sozusagen das Ergebnis davon, wobei jetzt noch von den Leuten, die hier am Podium sitzen, auch so, ich sag quasi, noch mal Gedanken dazu kamen von organisatorischer Seite her. And this discussion is the result of this exchange, but on this occasion further thoughts and further ideas came up. Ich sage gleich noch was dazu, weil die Zielsetzung ist grundlegend, einfach diese verschiedenen Aspekte, was Forschung bedeuten kann und für wen Forschung was bedeuten kann, einfach ein bisschen breiter darzustellen. The aim is to look at the basic, to discuss basically what research in Scherzo means and where it can lead. Und aus diesem Grund haben wir versucht vom ÖDS her, Vortragende oder Diskutanten einzuladen, die verschiedene Aspekte repräsentieren, so dass einfach diese Aspekte gut darstellbar sind. This is why we have tried to invite people to the discussion, speakers to the discussion, who represent different perspectives and different aspects of the theme. Einer davon schon angesprochen von Fernando, quasi auch die Vorbereitung der Studie von Karin und Achim und auch Sie, die sozusagen eine Studie hier vorbereiten, einzubeziehen, quasi in einen praktischen Punkt, nämlich auch in der Verbindung mit Achtsamkeit. The other thing is that this also falls, the timing also falls together with Achim Schriebers initiating their big study on Scherzo and mindfulness, and it's interesting because here another thing comes, it's connected to another theme, mindfulness. Christina, wie schon erwähnt am Anfang oder wie schon angeklungen ist, als sozusagen als Repräsentantin für das Scherzo-Netzwerk, weil einfach da eine Bewegung entstanden ist, die uns sehr wichtig ist, auch als ÖDS. And Christina is here also with the Scherzo Research Network, a dynamic created, which is really important for the Scherzo Research Community. But
Patricia war mir dann von diesem Punkt her noch wichtig, weil sie eine ganz andere Art von Forschung betrieben hat, nämlich Grundlagenforschung. And Patricia Stefanini was really important for me in this circle. She has been researching on a very fundamental. Wer gestern da war, hat ein bisschen drüber mitbekommen, eben quantentheoretische quasi Betrachtungsweise oder Vorstellung, Modeling Meridians. Ja. Also and who has been here yesterday could hear that about the connection of quantum physics and meridians. Ja, und ich selbst bin noch ein bisschen hier, weil ich quasi noch einen Standpunkt einbringe, nämlich welchen Aspekt oder welche Wichtigkeit hat Forschung quasi für die Berufspolitik. Also ich stehe als berufspolitischer Vertreter hier, um ein bisschen von dieser Seite aus das auch noch zu beleuchten. And I'm also here to look at bring in the perspective of all this in the light of professional recognition. Ich glaube, das wäre recht als Einführung. Dankeschön. Darf ich Sie noch bitten, die Studie, die Sie erwähnt haben, die 2005 bis 2007 abgeschlossen wurde für unsere Radiohörerinnen, den Titel oder worum es dabei ging? Could you please just mention again the theme of the study you mentioned that was published 2005 and 2007. Der Autor ist jetzt kein Problem, der heißt Long, Professor Long, Andrew Long. Die Studie selbst, den Titel bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, da würde ich lieber Effectiveness. Nicht, ja, weiß irgendjemand anders den Titel wirklich auswendig? The author was Professor Andrew Long. I'm not so sure about the title. Okay, gut. Wir kommen darauf zurück. Okay, hast du schon? Effectiveness of Shiatsu findings from a cross-European prospective observational study. Ist verständlich, warum ich nicht denke. Absolut. Okay. Okay, Wirksamkeit von Shiatsu. Okay. Vielen Dank, Herr Dr. Tripp. Die Frau Dr. Christina Pfeiffer ist ja schon unruhig geworden, schon bei der Vorstellung. Und es ist ja auch noch ganz explizit genannt worden, bei dem Ideengebären eine international besetzte Podiumsdiskussion einzuladen. Ich darf Ihnen das Mikrofon übergeben. Pfeiffer already was not so calm when listening to the introduction. And she has been mentioned again lately, so I'm happy to give the word to her. Vielen Dank, Sonja. Ja, herzlich willkommen. Danke fürs Kommen. Ich werde jetzt hauptsächlich auf Englisch sprechen, weil wir haben auch internationale Zuhörer und das Netzwerk ist international und ich möchte sprachlich Ihnen ein bisschen näher sein, nachdem Sie mich nicht sehen können. And I will from now on probably continue to speak in English because this discussion is being recorded. And there will be quite a lot of international audience be listening, so I would like to address the international audience by speaking in English. Yes, so I will tell a little story about the Shiatsu Research Network. And we got into life since the European Shiatsu Congress. I had this initiative when we had the lecture of Lisa Belmore at the Congress. Also the Shiatsu Research Network ist anlässlich des Europäischen Shiatsu Kongress entstanden und wir hatten am Kongress auch Lisa Belmore als Gast. Mm-hmm. And she did a lecture and this was very inspiring and when this lecture happened, I suddenly had the idea to collect all the addresses of the interested people and that we become a network in order to exchange knowledge and interests. Sie hielt einen sehr, sehr spannenden Vortrag und eigentlich während dem Vortrag hatte ich die Idee, also E-Mail-Adressen von den interessierten Anwesenden einzusammeln und dieses Netzwerk zu starten. Yes, and so the network started and we became more and more until now we are 110 people. Und so habe ich dieses Netzwerk ins Leben gerufen und wir wurden mehr und mehr und jetzt sind wir ungefähr 110 Leute. And a lot of enthusiastic people showed up and now I have very strong partners. Und viele enthusiastische Personen haben sich gemeldet und nehmen teil und jetzt haben wir spannende Partner. And in administrations, I have the partners, for example, Stereos Tsiompatsis from Finland. In der Verwaltung steht mir vor allem Stereos Tsiompatsis
Tion Patsis. Yeah. And Irene Reichli in Austria. Sandy Xell is helping from Switzerland. And Karin Kors from Germany is helping quite much as well. Yeah, so much. And there are plenty more. And it's a network of Eagle members, and everybody can do something if you want to. Yes, so we are a network with email exchange, and we do the discussions over an email list. And yeah. And when this network grew, we got to know each other, and we exchanged issues and problems and views. Und als das Netzwerk größer wurde, lernten wir uns kennen und wir begannen uns auszutauschen über Themen, über Ansichten, über Themen. Yeah, and we also had a lot of hot disputes because we are all very different people. Und wir hatten auch ein paar heiße Diskussionen, weil wir alle sehr unterschiedlich sind. And we found out that there are big gaps between us. Und wir haben auch festgestellt, dass es mitunter große Unterschiede gibt zwischen uns. But based on this, we kept going because everybody is very committed. And now we grow together more and more. And we want to build a basis for research in Shiatsu. Und auf dieser Basis haben wir aber weitergemacht und das ist intensiver geworden und gewachsen. Und wir möchten einfach eine Basis für wissenschaftliche Forschung in Shiatsu aufbauen. Okay. Vielen Dank, Frau Dr. Pfeiffer. Wir sind jetzt hier in der strukturellen Debatte. Bevor ich Sie aber aus der ersten Runde entlasse, habe ich jetzt trotzdem noch eine wichtige inhaltliche Frage ganz schnell geantwortet. Aus Ihrer Sicht her, braucht Shiatsu Forschung und wenn ja, welche? Bevor wir carry on in the session, I have an important question. Could you please answer directly? Does Shiatsu need research and which kind of research does Shiatsu need? Kurze Stellungnahme, eine Minute, und dann gebe ich das Mikrofon weiter. Just a short statement, please, 1 minute. Well, the first question is easy. I say yes. Die erste Frage ist einfach, ja. The second question is very difficult, and I could take all these 3 hours on myself. Die zweite Frage ist sehr schwierig zu beantworten, und allein für diese Beantwortung könnte ich jetzt selber 3 Stunden sprechen. Well, we have to do all aspects of research, and we have to see what we can get. And wir müssen alle Arten von Forschung betreiben und dann schauen, was rauskommt. We also do need a lot of basic research, basic education, in order to form a good knowledge basis for Shiatsu. Wir brauchen auch Grundlagenforschung und wir brauchen Grundlagenbildung, um viel Wissen aufzubauen. And we also need to have a basis to know how to do research. Und wir brauchen auch eine Basis von Wissen, wie Forschung gemacht wird. Vielen Dank. Ich darf das Mikrofon an Achim Schrivers weiterreichen und in Anschluss dann an Karin Kors, weil Sie beide gerade an der aktuellen Studie arbeiten und damit wissenschaftliche Forschung betreiben. Also ich möchte auch nochmal auf die Frage, braucht Shiatsu Forschung und welche Forschung braucht Shiatsu eingehen und auf den Begriff Forschung. Also ich denke, es ist klar, dass Forschung dazu da ist, an Wissen zu kommen, an Wissen zu gelangen. Und es gibt verschiedene Wege, an Wissen zu gelangen. Die eine, der erste Weg, der natürlichste Weg, ist Erfahrung. One is
Also wir wissen, dass selbst Kindergartenkinder schon hochkomplexe grammatikalische Regeln beachten können, ohne sie je zu kennen. Also, der erste Punkt ist, wir lernen durch Erfahrung, wir kommen an Wissen durch Erfahrung. Und der zweite Punkt ist, wir können über diese Erfahrung nachdenken. Also insofern wurde schon viel Forschung zu Shiatsu gemacht in den Traditionen, die Erfahrungen gesammelt haben und die sich dann damit auch auseinandergesetzt haben. Und von dieser Art der Forschung, glaube ich, brauchen wir noch viel mehr, vor allem im Westen, weil im Westen Shiatsu und die Menschen anders sind als im Osten. Und wir brauchen aus verschiedensten Gründen Forschung, wissenschaftliche Forschung. Das liegt an der gesellschaftlichen Situation, dass ohne wissenschaftliche Wirksamkeitsnachweise eigentlich es keine Chance gibt, sich zu etablieren für Shiatsu. Vielen Dank, Herr Schrivers, Karin Kors. Ja, auch ich würde die erste Frage, braucht Forschung, braucht Shiatsu-Forschung, mit einem klaren Ja beantworten. Well, yes, I also would answer the first question, does Shiatsu need research, with a yes. Und die Frage, welche Forschung braucht Shiatsu, ist tatsächlich eine komplexe und hat für mich so drei Aspekte im Wesentlichen. Und der erste ist so, die finde ich wichtig, eigentlich wichtigste Frage, wer ist denn der Adressat der Forschungsergebnisse oder für wen wollen wir eigentlich Forschung betreiben? Und da ist das eine, was Achim schon gesagt hat, ist eben die Positionierung von Shiatsu in der Öffentlichkeit. Und der andere Part ist aber, denke ich, auch das Selbstverständnis, was wir als Shiatsu-Praktiker von unserer Methode haben und diese Basis, die uns da auch einfach nochmal eine Sicherheit gibt. Und da ist halt dann einmal die Frage natürlich, welche Ziele verfolgen wir mit Forschung? Und da, denke ich, gibt es ein sehr breites Feld von Grundlagenforschung bis eben Anwendungsforschung in verschiedenen Feldern. Und damit zusammenhängend ist dann eigentlich auch die Frage, auf welche Art und Weise können wir Forschung betreiben oder welche Formate sind passend für Shiatsu als Forschungsgegenstand. Ja, und ich denke, zu dem Thema kommen wir später noch. Okay. Gut, also ich orte schon sehr viel Harmonie bis jetzt hier am Podium. Und darf anlassbezogen das Mikrofon an Fernando Cabo weiterreichen. Ihre
Thank you. For giving me the microphone, but I don't know if I have anything to say really, because they've already said everything. Research. Oh, sorry. Yeah. Ich weiß nicht, was ich noch hinzufügen soll, vielleicht wurde schon fast alles gesagt. Yes, I think Shiatsu needs research, obviously. What type, I wouldn't know where to start, because I think it needs in every aspect. Ich glaube, dass Shiatsu in allen Aspekten Untersuchungen braucht, Forschung braucht, von Anfang bis Ende. Yeah, personally, I think I've already told everyone. I do research in the areas where I'm allowed to. It's nothing I have chosen. It's just the opportunities I'm given. So this is how my research goes. I'm given opportunities now in integrative Shiatsu, or that's the way they call it in England, at least. Integrative meaning is in a cancer ward with cancer patients. Integrative Shiatsu is zum Beispiel eines dieser Bereiche. Auch eine Krebsstation. Yeah, but it's nothing I chose, it's just the opportunity I was given. Herr Kabo, ich werde Sie nicht so einfach davon kommen lassen. Wir haben noch 2 Stunden Zeit. Let you go just like this, and we still have 2 hours. Time. Ask me any question. Do what I can. Zuallererst kommt das Mikrofon bitte an Frau Dr. Stefanini. But now I give the word to Patricia Stefanini. Thank you very much, Sonia. I think it's really. We are ready. It's time for a unifying vision of life and nature. Ich glaube, wir sind wirklich bereit für eine Vision, die Natur und die Natur vereint. Yeah. And also to have a better understanding of the vital mechanism. Und auch es ist Zeit dafür, die Mechanismen des Lebens besser zu verstehen. Here physics and shiatsu meet. Das ist, wo sich physics and shiatsu treffen. And I found a lot of inspiration studying in university and then in the other very many years after my degree, because on futon treating my receivers, I felt that physics was inspiring and giving a better understanding of my touch, of what I was feeling through the touch. Was mich wirklich inspiriert hat, war an Futon, als ich Klienten behandelt habe, hat mich die Physik inspiriert und das, was ich gespürt habe durch die Berührung. So I really think that the research based on the quality of touch, on the understanding of the perception can be good for all of us. Deswegen glaube ich, dass jede Forschung, die sich damit beschäftigt, was wir in der Berührung wahrnehmen, dass die sehr gut und wichtig für uns sein kann. I'm so happy that the physics, the modern quantum physics, gave us a better understanding of the water element, because we are done, the majority of our molecules are water molecules. Ich bin wirklich sehr glücklich, dass die Quantenphysik uns ein besseres Verständnis über das Verhalten von Wasser ermöglicht, weil Wasser ein Hauptbestandteil von uns ist. You know, in biology, water was considered a very boring element, because inert, because actually it is a very interesting one. Früher oder ursprünglich war Wasser in der Biologie oder wurde das als sehr langweiliges Element gesehen. Es war überhaupt nicht so. Because it's where matter and energy meet. Weil im Wasser treffen sich Materie und Energie. And allow the vital processes to be monitored and to be supported for working in the best way we can. Und Wasser unterstützt vitale Prozesse und man kann sie über das Wasser beobachten in der besten Art und Weise. It's not just a fairy tales stories that we are done by light. Inside our water molecules there is a light field full of colors. Und es ist nicht nur ein Märchen, das wir aus Licht bestehen, weil im
in Wasser ist in den Molekülen ist Licht in allen Farben. So our perception of futon when we see colors is not just because we have eaten too much or drunk too much, because it is the reality of life, the mechanism of life based on light. Wenn wir am Photon beim Behandeln Farben sehen, dann ist das nicht, weil wir zu viel getrunken haben oder ähnliches, sondern das ist eine Realität, das ist das Leben. So if we can connect this theory, the light theory, with the meridian models, we can. Und wenn wir diese Theorie mit dem Meridianmodell verbinden, und das ist machbar, you know, we have a better understanding of what we perceive. Dann verstehen wir besser, was wir wahrnehmen. And we can give back to our receiver some poetry and beauty. Und dann können wir den Menschen, die wir mit Shiatsu geben, mehr Poesie. Gut, das sind sehr interessante Aspekte. Thank you, really interesting aspect. Mhm. Und da wir noch in der Diskussion sind der Rahmenbedingungen und Strukturen, habe ich an Dr. Trippe zwei grundlegende Fragen. Erstens. Was würde denn passieren, wenn Shiatsu als Methode wissenschaftlich anerkannt wird? What would happen if Shiatsu was recognized as a scientific method? Mm-hmm. Also nehmen wir an, es ist gut gelaufen, es gibt Studien, die Scientific Community sagt, wunderbar, das ist tatsächlich ein wesentlicher Punkt. So let's say that there have been a lot of studies and the scientific society would say, great. Mhm. Und die zweite Frage stelle ich dann. Ich muss, glaube ich, mit der Beantwortung der ersten Frage ein kleines bisschen auf die ganz erste Frage zurückgehen. Ja, Forschung, welche Forschung? Jede. Und darüber hinaus. Wenn ich es aus der berufspolitischen Sicht sehe, ist jede Forschung, die Shiatsu betreibt, gut, weil sie die Ernsthaftigkeit von Shiatsu und Shiatsu-Praktikern belegt. So, in the view of professional recognition, any kind of research is good and important because it shows the sincerity of Shiatsu. Bis zu einem gewissen Level ist es allein wichtig, dass wir uns bemühen. Until a certain level, it's enough to try hard. Und vieles von dem, was wir Forschung und andere Dinge machen, dass wir heute berufspolitisch oder beruflich dort stehen, wo wir heute stehen, hat auch ein bisschen mit diesem ganzen Ansatz zu tun, dass wir Forschung auf eine gewisse Art und Weise betreiben und Seriosität. So, the point we have reached up to now, in terms of die konkrete Frage von dir, Sonja, ist ein bisschen schwer zu beantworten, weil es hängt davon ab, was sich bei der Forschung rauskommt, das erste Mal. But your question is a bit difficult to answer because it depends a lot on the results of science. Und auf die Art und Weise der Forschung, ob die darauf hinauszielt, dass wir sozusagen im Gesundheitsbereich wirklich wirksam sind oder ob wir einfach Patientensicherheit garantieren oder. Also das ist, diese Fragestellungen sind ganz unterschiedlich von der Aussage her. And also this depends on the objective which the research had. Was the objective just to prove the efficacy of Shiatsu or was it to prove the safety of the patients? So this is an important. Im Endeffekt kann ich die Frage nicht beantworten, weil das hängt dann wieder vom politischen Willen und von den Situationen, die dann bestehen, ab. Also so this is why I cannot really answer your question, because it also depends on the political will. Aber je mehr wir gute, qualitativ gute Forschung haben, desto mehr stehen uns Wege offen, in welche Richtung auch immer. But the more good quality research we have, the more parts are open to us. Ich möchte dann später vielleicht auf das eingehen, aber das jetzt als Antwort. Wobei ich ganz ehrlich gesagt nicht glaube, dass wir so schnell den heutigen Ansprüchen der Evidence-Based Medicine, wenn wir in den Bereich reingehen, Genüge leisten können, in irgendeiner absehbaren Zeit, die ich noch erlebe. Maybe I can come back to this a little later, but today I think it will take a lot more time to actually comply to the rules of evidence-based requirements. Die engen Regeln der Evidence-Based Medicine derzeit aktuell. How they're done
Ich hoffe, dass sich die Regeln ein bisschen ändern, dann haben wir eine echte Chance. Und das ist eigentlich, woran wir wirklich arbeiten. Dazu möchte ich kurz sagen, wenige Monate vor dem Fall der Mauer im Jahr 1989 hätte niemand gedacht, dass das stattfindet. Und auch die jüngsten politischen Entwicklungen haben gezeigt, manche Dinge können ganz schnell passieren. I would add to that, that a few months before the Berlin Wall came down in 1989, nobody would have ever thought that this. Ja. Zwei wichtige Punkte, drei sind schon gefallen, nämlich eine Verortung im Gesundheitsbereich oder im Wellnessbereich und natürlich auch die berufspolitisch pointierte gesehene Anerkennung, die vermutlich auch mit Wirtschaftlichkeit verbunden ist. So some important points have already been touched upon. The first was the anchoring of Shiatsu in the health or wellness system and also the professional recognition probably has some. Und ein zweiter Punkt wurde auch schon genannt, nämlich methodisch haben Sie die qualitative Forschung erwähnt, genannt, konkret und natürlich evidenzbasiert. Jetzt haben wir das Glück, dass schon einige Studien tatsächlich existieren und ich möchte gerne die aktuelle Studie inhaltlich ein Stück bitten, Karin Kors zu beschreiben, worum geht es denn inhaltlich bei der jetzigen Studie. Und die zweite Frage kommt noch, Herr Dr. Tripp. Ja, da ist schon. Research, evidence-based research, and some research has already been done in this field and has been published. So I would like to ask Karin to summarize briefly what the pilot study you've done is, what its content is. Mm-hmm. Also es gab eine Pilotstudie 2016-17 zum Thema Scherzo und Achtsamkeit bei hoher Stressbelastung. A pilot study in 2016 and 17 about shiatsu and mindfulness in a situation with a high stress level. Und die Idee war, also das Ziel dieser Pilotstudie war eben rauszufinden, inwieweit Shiatsu-Behandlungen und die Achtsamkeitsübungen die vier Anker Menschen in einer sehr stressbehafteten Situation unterstützen. The objective of this study was to find out how shiatsu can support people who are under a lot of stress in combination with the four anchor exercise of mindfulness. Und das Ganze hat stattgefunden in Kooperation von Achim Schrievers und der Regionalgruppe Oberfranken der Gesellschaft für Shiatsu in Deutschland. This all was done in cooperation with Achim Schrievers and the regional Shiatsu group of Oberfranken auf der German Shiatsu Society. Und wurde ausgewertet und initiiert in Verbindung mit dem Lehrstuhl für Gesundheitswissenschaften an der Fachhochschule Coburg, Professor Kohls. And we cooperated with the University of Coburg, with the University of Health. Gesundheitswissenschaften, it's Health Studies. Health Science. Ja. Methodisch, genau. Und wir haben damals quasi ein Set an standardisierten Fragebögen verwendet, das uns von der Hochschule zur Verfügung gestellt wurde, das also auch schon in anderen Studien zum Thema Achtsamkeit verwendet wurde. We used a set of standardized questions that had been, it was provided to us by the university and the university had been using the standardized sets of questions for other research. Und haben damit quasi den Level von Stress und Achtsamkeit bei den Probanden zu Beginn, zur Mitte und zum Ende der Studie gemessen. And with this questionnaire we collected data from the people at the beginning, in the middle and at the end of the treatment series. Und die Probandinnen haben 8 Shiatsu-Behandlungen im wöchentlichen Abstand bekommen und im Rahmen dieser Shiatsu-Behandlung eben auch eine Einführung in die Achtsamkeitsübungen, die sie dann selbstständig zu Hause durchgeführt haben. The receivers got 8 Shiatsu-Treatments
weekly shiatsu treatments, and we also taught the four anchor exercises. Genau. Und abgeschlossen wurde das Ganze nochmal durch eine Abschlussbefragung einen Monat nach Ende der Behandlungen, um auch die langfristige Wirkung der Intervention zu beurteilen. And all this was finalized by an interview, which was done 1 month after the last treatment, to also collect some data about the long-term effects. Die Ergebnisse dieser Pilotstudie waren überaus erfreulich, so dass wir uns entschlossen haben, zusammen mit Herrn Professor Kohls eine große Studie zu machen, die auch von der Anzahl der Probanden später dann zu belastbaren Ergebnissen führen sollte. The results of this study delighted us, and in cooperation with Professor Kohls. Das ist ein relativ großer Aufwand. Wir haben gedacht an ca. 300, an die Behandlung und Begleitung von ca. 300 Probanden. Und dafür brauchen wir entsprechend viele Praktikerinnen. Und das ist eigentlich der Grund unseres Hierseins, weil wir haben hier in Kooperation mit dem ÖDS jetzt einen solchen Schulungskurs gerade durchgeführt. And we are thinking of including 300 proben, 300 people in this study. And of course, for doing this, we need a lot of, or many more shiatsu practitioners to be involved in this study. And this is actually why we are in Vienna, because we have just been doing a workshop to teach, to introduce interested shiatsu practitioners what a participation in the study would entail. Und bei der Gelegenheit möchte ich mich nochmal ausdrücklich bedanken für die Einladung und die Unterstützung, die verbandsübergreifende Zusammenarbeit, die da zustande gekommen ist. And I would like to use this occasion to thank again the Austrian Shiatsu Society that this cooperation, this international cooperation has been possible. Ja, Zusammenarbeit ist wichtig, Netzwerkarbeit ist wichtig, Kontakte knüpfen ist wichtig, das hat schon Christina Pfeiffer auch gesagt. Ich möchte gerne Dr. Stefanini ersuchen, für eine kurze methodische Darstellung ihrer wissenschaftlichen Arbeiten. So we have heard contacts are important, working together are important, and networking is important. And I would like to ask Patricia Stefanini to talk a little bit about methods in research. What a responsibility. You know, I've been involved in research developing on the basis of this fundamental study that is theoretical physics to go in the experimental part. Das ist jetzt eine ganz schöne Verantwortung, das zu erklären, aber ich bin schon sehr lange in der Forschung involviert, in der physikalischen Forschung. Even before of this, I was involved in the organization of the research project of the ESF Edward was talking about years before. Und vor Jahren war ich auch schon in diese Studie, die der Eduard Tripp erwähnt hat, auf das ESF involviert, also and, die zu organisieren. Sorry, being working in the INFF, in the Universitarian Institute of Nuclear Physics in Milan. Und ich war auch involviert am INFN, das Institut für Nuklearphysik in Milano. You know, I know that it's quite complex to develop a properly scientific study in shiatsu. Es ist wirklich ziemlich komplex, eine Studie, eine gute, ernsthafte Studie für Shiatsu zu designen. It's not impossible, Berlin Wall fall down, but it's not so simple. There are very many cute, tiny little studies that are good for us as a Shiatsu practitioner, but they don't have any scientific
evidence. Es ist sehr schwierig, es ist nicht unmöglich, aber es ist schwierig und es gibt viele kleine Studien und Forschungsstudien im Bereich von Shiatsu, aber die sind eigentlich wissenschaftlich nicht fundiert. There are some tricky points we have to face. One is definitely money. Und es gibt da ein paar Herausforderungen, die tückisch sind, denen wir, die uns gestellt werden. Eine davon ist Geld. So some funding can be good in our society to support our projects, and this can be, this kind of situation can be properly done in the way which we can found more funding. Und wir brauchen Förderungen, um Forschung durchführen zu können. Und genau solche Veranstaltungen können vielleicht auch dabei helfen. ESF found money, but because of money was needy was a lot. There were even trouble inside the federation because it's quite a big challenge. Also die finanzielle Herausforderung ist wirklich eine riesige und das war auch so im ESF. Mhm. Vielen Dank. Das Wort, also Geld ist jetzt das zweite Mal schon direkt angesprochen worden, wesentlich. So, thank you very much. The money has been raised as an issue for the second time already now. Mhm. Und aufgrund der Mikrofonknappheit direkte Frage, Frau Dr. Stefanini, quantitativ oder qualitativ? So, a direct question to you, quantitative or qualitative? Thank you very much, because this was my second point. You know, we need statistic, because we need a proper statistic for supporting our study. Danke, weil das wäre eben ein zweiter Punkt gewesen. Wir brauchen Statistiken in der Forschung. But definitely we need a qualitative statistic. Aber wir brauchen unbedingt qualitative Statistiken. And Professor Andrew Long gave this to the ESF study. Und das ist, was Andrew Long in der ESF-Studie auch bewerkstelligt hat. I'm not so much in favor of the double bias control method in our research, because Shiatsu deals with qualities, not how much life we have, no? How, which kind of life we have. Und ich bin nicht so ein Fan von doppelblinden Studien, evidenzbasiert, weil es gerade, also für unsere Art von Arbeit, weil es in unserer Arbeit so sehr um Qualität geht. Es geht um die Qualität von Leben, nicht um wie viel Leben. Vielen Dank. Das heißt, grundsätzlich für die Anerkennung im wissenschaftlichen Bereich, sagt Dr. Stefanini, ist eine quantitative Forschung auf statistischer Basis einerseits unerlässlich. So, if I understand Patricia Stefanini right, a quantitative kind of research on a scientific basis is something we definitely need. Allerdings unter Einhaltung des qualitativen Aspektes. But always recognizing and doing it in a qualitative, in a high level quality way. Mm-hmm. Und ich frage jetzt mit Blickkontakt Achim Schrievers und Karin Kors, eure Studie war qualitativ basiert aufgrund der Anzahl der Probandinnen. Ist das richtig? I'm asking again, Achim Schrievers and Karin Kors, whether, so your study was a qualitative study because of the number of participants? Es war zum einen eine quantitative Studie, weil es ja ein standardisierter Fragebogen ist. On one hand, it could be seen as a quantitative study because we use the standardized questionnaire. Aber wir haben jetzt gerade auch jetzt in der Folgestudie einfach auch nochmal versucht, ein paar Aspekte mit reinzubringen, die uns auch qualitativ nochmal mehr Informationen geben über das, was da so vor sich geht im Shiatsu. But in the follow-up study, we have added quite a few aspects and questions in order to get more qualitative information out of it. Wie viele Personen wurden befragt? Anzahl? Wie viele Personen wurden befragt? How many people were involved, were asked in the pilot study? Also in der Pilotstudie war unser Ziel 25 Probanden und final bis zum Ende teilgenommen haben 23 Probanden. In our pilot study, our aim was to have 25 people and in the end we had 23. Christina Pfeiffer. Thank you. Yes, about science. In the Shiatsu Research Network,
We try to build the basis of knowledge about to do the correct way of science in order to use all these tools of science in the right way. And we have exchange among ourselves in order to build up a right approach. Und so. Im Shiatsu Research Network versuchen wir eine Wissensbasis aufzubauen, auch um, also eine Basis über Wissen, wie wir Forschung machen können. Because the correct proceedings are very important in science and this has to be planned in the right way. Weil die richtigen Abfolgen, Abläufe in der Wissenschaft so wichtig sind, muss das richtig geplant werden, ordentlich geplant werden. And here I have an example from my own experience with a network. Da habe ich ein Beispiel aus meinem eigenen Netzwerk. Sonja was mentioning the hypertension study, the pilot study made in the beginning. Sonja hat die Hypertension-Studie erwähnt am Anfang. Bluthochdruck-Studie am Anfang erwähnt. Yes, it was a school project from my school and I was a student back then and I hopped into it. And then later on I tried to publish it because it was very interesting. Ich war damals Student und bin durch Zufall da reingekommen und Ich war an der Schule und bin durch Zufall in diese Studie involviert worden und wollte sie dann veröffentlichen. It had a very good design. We had a significant result. Die Ergebnisse waren gut und auch signifikant. We had good statistics and it was thoroughly planned. Es war gut geplant, das Design war gut und die Statistik war gut. And then, well, I already prepared to publish it over a peer-reviewed journal. Und ich hatte dann schon geplant, die Studie über ein Peer Journal zu publizieren. Eine Peer Review. A peer reviewed journal is that group, the peers are verifying the study if it was done properly. Yeah. Also die Review, ja. Yeah. Also ich wollte sie in einer Peer Review veröffentlichen, damit sie verifiziert wird, die Studie. Because in this way you get the acknowledgement. Das ist einfach der Weg, wie man Anerkennung erlangt mit Studien. And then in network I got the warning of Stergios. Und dann habe ich innerhalb des Research Network von Stergios eine Warnung bekommen. That you need to get an acceptance prior to the study by the Ethics Commission. Dass man überhaupt, bevor man eine solche Studie durchführt, eine Anerkennung von der Ethikkommission braucht. And if you ignore that and you publish it over some other journal which doesn't care about it. Und wenn man das ignoriert und die Studie einfach über irgendein Journal publiziert, dem das sozusagen egal ist. It may be that it wouldn't be good for Shiatsu sooner or later because we didn't consider the ethics. Dann wäre das früher oder später wahrscheinlich für Shiatsu insgesamt nicht gut, weil man eben die Ethik sozusagen ignoriert hat. So before you really start with a study with hands on, you first need to file in for the Ethics Commission if you have an intervention with human beings. Deshalb ist es so wichtig, dass bevor man überhaupt eine Studie beginnt, dass man eine Zustimmung von der Ethikkommission hat, nämlich bevor die Interaktion mit anderen Menschen im Rahmen der Studie stattfindet. In order to get an allowance by Ethics Commission, you have to have contacts with universities, partnerships and or with doctors and you have to prepare it for thoroughly. And now with study from Germany. Und bevor man die Zustimmung der Ethikkommission bekommt, braucht's wirklich Kontakt und Kooperation mit Universitäten und auch Medizinern. And now with a study from Germany, we start to establish this contacts and with knowledge about how to file in properly with the Ethics Commission, which is a lot of work. Und jetzt, also anlässlich dieser Studie in Deutschland, lernen wir gerade, wie wir zu so einer Zustimmung durch die Ethikkommission gelangen. And we will collect this knowledge and present it on the Shiatsu Research Network homepage, because there
we will provide the knowledge to everybody who wants to do research, so that for others it gets more easy to do it. Und das, was wir, das Wissen, das wir daraus erlangen, werden wir auch auf der Homepage vom Shiatsu Research Network veröffentlichen, einfach um sichtbar zu machen, was es braucht, um Forschung zu betreiben. Yeah, and to make it more easy for the und um es zu vereinfachen für andere. Vielen Dank, das sind jetzt sehr viele wichtige Informationen über die Seriosität der wissenschaftlichen Forschung an Sie, das Publikum, gelangt. Thank you very much. We have heard some very essential points about proper professional research. Es geht also unter anderem auch um eine sehr gepflegte, kultivierte Kooperation und Kommunikation mit bereits etablierten Einrichtungen von Universitäten und Fachhochschulen. And we have just heard that a proper and professional communication and cooperation with institutions like university is essential. Wobei vermutlich schon der Weg der Kooperation sehr viel beitragen wird zu der Anerkennung des Shiatsus als Methode, als wissenschaftliche anerkannte Methode. So probably already this cooperation with institutions has a big part in how Shiatsu is seen and recognized. Und weil die Ethikkommission genannt wurde und auch dankenswerterweise schon detaillierte methodische Vorgehensweisen, möchte ich Herrn Cabo fragen. Drei Punkte. Erstens, Ihre wissenschaftliche Forschung, ist diese in Kooperation mit der Scientific Community, der etablierten Anerkannten, vollzogen worden? So, and because the Ethics Commission has already been mentioned, I would like to ask Mr. Cabo three questions. And the first is about your research. Has your research been done in cooperation with the Scientific Community? Haben Sie die Ethikkommission kontaktiert? Have you contacted the Ethics Commission? Und die Finanzierung. Wie haben Sie Ihre Studie finanziert? And how did you finance your study? How did you get funds? So wie alle anderen auch, bitte ich Sie um ungefähr 3 Minuten Redezeit. So like everybody else, I would kindly ask you to speak about 3 minutes. Okay, the first question is no, we didn't for the past study, the one that has been published, or for the one I'm involved in at the moment. No, we didn't ask for ethics permission because it's a service evaluation. Also zu der ersten Frage, nein. Also ich habe nicht mit der Ethikkommission Kontakt gehabt, weil es eigentlich eine service evaluation. Eine Evaluierung von Services war. Yeah, when you are providing a service, as we are, or as I am with other people in a hospital, you are allowed to ask them questions and present the results. Wenn man eine Leistung, einen Service anbietet, auch wenn es in einem Krankenhaus ist, dann darf man danach die Leute dazu befragen. Okay, however, we have planned another research project for next year, for 2020. Aber wir haben jetzt noch ein Forschungsprojekt für 2020 geplant. Which is to do with, it's not only for shiatsu, it's for all the therapies we give, which are shiatsu, massage, aromatherapy, reiki and reflexology. Und da geht es nicht nur um Shiatsu, sondern um alle auch andere Therapien, die wir anbieten, also Shiatsu, Massage, Reflexologie, Reiki und Aromatherapie. The project is people in the cancer wards take a kind of medication which is called PRN or on demand. Und es geht darum, dass die Patienten in der Krebsabteilung ein bestimmtes Medikament einnehmen. For pain. Gegen Schmerzen. And it's basically oral morphine. Und im Grunde ist es orales Morphin. Which they are given and they can take whenever they want. Und sie bekommen es, aber sie können es nehmen, wann auch immer sie wollen. So our project is to see if with complementary therapies we are able for them to reduce the amount of these
the amount of on-demand medication they take. Und unsere Idee ist zu schauen, ob mit der Anwendung von Komplementärtherapien die Einnahme dieses Medikaments reduziert werden kann. And yes, of course, we'll have to ask for ethics permission to do that. Und natürlich müssen wir in dem Fall um Erlaubnis bei der Ethikkommission anfragen. However, this is for the public healthcare service in the United Kingdom. Und vor allem, weil das für das öffentliche Gesundheitswesen in Großbritannien gemacht wird. So the ethics committees are already formed. Und da gibt's schon formierte Ethikkommissionen, Komitees. And so it's just a question of presenting it and hopefully getting permission. Und da geht's jetzt einfach drum, das zu präsentieren, und wir hoffen, dass wir eine Erlaubnis bekommen. About the finance question, we don't get any finance. Und zu der Frage nach dem Geld, wir bekommen kein Geld dafür, nichts. We are all volunteers and we volunteer our time to get this done. Wir arbeiten alle freiwillig und wir machen da alle freiwillig mit. If you want me to add something that is not related to your questions, that I don't think has been mentioned before. Aber ich würde gerne noch was sagen, was jetzt nicht unmittelbar in Verbindung zu den Fragen steht, aber es ist auch irgendwie schon erwähnt worden. I think it's important to do as well some basic research in certain aspects of shiatsu, like pressure. Ich glaube schon, dass es notwendig ist, auch Grundlagenforschung für Shiatsu zu betreiben, zum Beispiel zum Thema Druck. Pressure is a word that is also used in massage, in reflexology, in acupressure, in Tuina. Druck ist ein Wort, das nicht nur in Shiatsu verwendet wird, sondern auch in der Massage, in Reflexologie, in Tuina. Mm-hmm. And I... Akupressur. And I don't see that we mean the same thing. I think it's a different thing. Und ich nehme wahr, dass wir das Gleiche meinen, aber es sind unterschiedliche Dinge. But I haven't seen any research paper that mentioned even that it might be something different. Aber ich habe noch keine Studie gesehen, wo überhaupt erwähnt wird, dass es was anderes ist. Not even mentioned. Nicht einmal erwähnt wurde es. Kein Geld, nicht erwähnt, aber getan. Kooperieren Sie? Sind Sie Mitglied? Stellen Sie Ihr Wissen zur Verfügung auf dem von Dr. Pfeiffer genannten Forschungsnetzwerk? So, no money, but you're doing it. Are you providing your findings, your information on Christina Pfeiffer's Shiatsu Research Network platform? Dr. Cabo? I'm not a doctor, thank you. networking is always good. I don't know how to put it. It's always very good. The thing is that perhaps the priorities are different. Netzwerken ist immer gut. Es ist halt nur so, dass oft die Prioritäten unterschiedlich sind. Ja, das stimmt. Es gibt unterschiedliche Prioritäten, und das war auch eine deutlich ausgesprochene Einladung zu einer sehr klaren Begriffsdefinition. Ja, es gibt sicher unterschiedliche... There are different priorities, but I've also heard an openly expressed invitation to exchange information. Herr Dr. Tripp, das Geld. Woher könnte man Geld bekommen? Sie sind so ein kreativer Mensch. Sie so wissen about das money, vielleicht. Dr. Tripp, where could the money come from? You're such a creative person. Bin mir nicht sicher, ob sich Kreativität und Geld unbedingt wirklich kongruent bewegt. I'm not so sure whether creativity and money are really going well together. Also wenn es ums Geld geht, ich glaube ganz einfach, dass das, was wir hier machen, einfach ein Bewusstsein schaffen, ein erster Weg ist überhaupt, dass es einmal nach außen geht. Also bevor wir nicht überhaupt unseren Demand, also unseren Anspruch anmelden, wird wahrscheinlich nicht viel passieren. So I think the first and really important step is what we are doing here. We raise awareness, and this is really a very fundamental and first step to even make it possible to get funds. Ich würde aber auch gerne noch etwas zurückgehen auf einen ganz anderen Punkt.
nämlich nochmals zu diesen evidence-based. Ja, also Doppelblindstudien sind gar nicht das Problem. But I would like to go one step back and go back to evidence-based research. I don't think double-blind studies are the issue. Aber es gibt zum Beispiel so Plattformen im Internet, die sich anbieten, das heißt zum Beispiel Natural Medicines. But das ist eine Plattform. There are platforms on the Internet, for example Natural Medicines. Das sind Plattformen, die für sich den Anspruch stellen, so wie Cochrane Organization, alternative und komplementäre Methoden auf ihre Wissenschaftlichkeit und auf ihre Wirksamkeit und Patientensicherheit zu überprüfen und entsprechend zu bewerten im Internet. These are platforms that claim, like the Cochrane Library, that claim to examine complementary methods and complementary medicine in terms of their scientific value, and they claim to evaluate them on the scientific basis. Das sind Bezahlplattformen, deswegen sind sie nicht so öffentlich. Um sozusagen auf diese Daten zugreifen zu können, muss man Mitgliedsbeitrag bezahlen. Ich glaube, das sind so 200 Euro in etwa im Jahr. But these are paid services, and in order to get information from these platforms, deswegen one has to pay a fee, like 200 euros a deswegen year. Deswegen ist das nicht so im öffentlichen Gespräch, aber das sind Institutionen, auf die Entscheidungsträger zurückgreifen. But so these institutions, these platforms are not so present in the public discussion, but these platforms are platforms that are referred to by decision makers. Wenn man hineinschaut, jetzt 2019, und man sucht unter dem Wort Shiatsu, findet man Shiatsu in etwa beschrieben, aber letztendlich als nicht bewertbar von der Wirksamkeit her. And if you look up Shiatsu on some of these platforms and institutions, you can find something about Shiatsu, but mostly it says this cannot be described or cannot be proven. Evaluated. You cannot be evaluated. Nur vier Arbeiten werden angegeben, und die sind methodisch eigentlich von unserer Seite her zu hinterfragen. And the only studies or the only work that can be found on Shiatsu on these platforms are four of them, and these four can be being questioned by me. So wenn wir diesen Plattformen folgen, ist Shiatsu eigentlich nicht wirklich erfasst. So if we follow these platforms, Shiatsu is not really present or is not really present there. Positiv ist, es gibt kaum Beschwerden darüber. Die Patientensicherheit oder Konsumentensicherheit ist wahrscheinlich gegeben. Das schreiben Sie auch bitte. But the positive aspect is that there are hardly any complaints about Shiatsu out there. So the safety of patients seems to be proven. And this is also mentioned on these platforms. Ich möchte sozusagen einen Gegenpunkt zum Fernando eigentlich darstellen. Ich bin nicht so glücklich an diesem Punkt, dass wir uns so stark abgrenzen von anderen Drücken, nämlich wie der Akupressur. So, and now I have to be a counterpart a bit for Fernando, because I'm not so much in favor to differentiate Shiatsu from other methods. Von einem ganz bestimmten Punkt aus, das ist mein berufspolitischer Punkt, denn 2013, wenn man 2013, damals hieß es noch Natural Standard, hineingeschaut hat. And with this I come from a very from a definite starting point, and this is in 2013. And before maybe. And also before. Dann liest man drüber nach, da ist Shiatsu noch nicht getrennt von Akupressur und Tuina. And then there you can read that Shiatsu is separated, is not separated. Was not separated from Tuina and Acupressure. Und dort haben wir eine ziemlich gute Bewertung. Wir sind von allen sozusagen Keimmethoden relativ gut bewertet. And there we have been evaluated in quite a positive way, also amongst the complementary. Der Grund ist was ganz Simples, Bericard 6. And the reason is very simple, it's a Heart Protector 6. Unsere, ich sage mal Konkurrenten oder Freunde, ich sehe sie eher als Freunde. Our friends or competitors, I'd rather see them as friends. Die Tuina und Akupressuranwender haben Studien gemacht zur Wirksamkeit von Bericard 6 bei allen Formen von Übelkeit. Practitioners of Tuina and Acupressure have launched studies about the effectiveness of using Heart Protector 6 against nausea. Und da gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das wirksam ist. And the result was that there is a high probability, not A, but B, that it is effective. So, unsere Freunde, die Akupressure, helfen uns, haben uns an diesem Punkt zu etwas verholfen.
So our friends, the acupressurists, have helped us. Auf der anderen Seite, wenn sich herausstellen würde, dass Berikat 6, dass ich weiß nicht, Niere 21 und was weiß ich was alles, sich als nicht wirksam in der Akupressur herausstellt, dann fallen wir mit ihnen. On the other hand, if it turned out that Heart Protector 6 or Kidney 21 or another point would not be effective, we might fall with our friends. So, aus diesem Grund, so sehr ich mich von Akupressur zu unterscheiden glaube, wenn ich Shiatsu anwende, sind es meine Freunde. But this is the reason. But this is the reason why, although I differentiate Shiatsu also from other methods, but this is the reason why I see them as friends. So, ich glaube, das ist ganz wichtig zu trennen. Für welche Zwecke ist was? Das heißt, ich stimme mit Fernando, haben wir da ein bisschen diskutiert per E-Mail. So, I think it really depends on what is used for what. Ich stimme mit ihm überein, dass es wichtig ist zu unterscheiden, wobei wir überhaupt keine Evidenz noch bisher haben, dass Shiatsu besser wirkt als Akupressur. Wir haben keine einzige Untersuchung. So I agree with Fernando that it is important to differentiate Shiatsu from other methods, although we don't have any study that actually shows this. Aber auf der Ebene von Berufspolitik bin ich total bei Ihnen, also bei den Akupressuren. But on the level of professional recognition, I would go along with our colleagues from acupressure. Achim Schrievers hat sich mehrmals zu Wort gemeldet. Achim Schrievers has been wanting to say something. Also mir ist noch wichtig, einen Punkt mit einzubringen. Wir können natürlich, es wurde ja schon gesagt, Studien in alle Richtungen sind wünschenswert für uns in unserer Situation. Aber es gibt, für mich sind auch Studien in alle Richtungen wünschenswert. Aber mir wäre ganz wichtig, dass auch in Studien das Herzstück von Shiatsu nicht verloren geht. And I totally agree that all kinds of research is really essential and very important for Shiatsu, but I would add one very important point, and that is that the heart of Shiatsu does not get lost in this research. Und das Herz von Shiatsu liegt im Erleben. And the heart of Shiatsu is really the experience. In dem besonderen Zustand, in den Klienten während einer einstündigen Behandlung, die größtenteils in der Stille stattfindet, hineinkommen. It's the special state that clients enter in this hour of treatment in silence that they enter. Und das Erleben dieses Zustandes ist aus meiner Erfahrung, aus meiner mittlerweile 40-jährigen Erfahrung mit Shiatsu, etwas ganz Wesentliches. And experiencing this state, and I have and my professional experiences for 40 years now, I have found that this experiencing this state is really something very important for the clients. Und dieses Erleben ist für eine Wissenschaft, die von außen schaut, die das, was sie betrachtet, zum Objekt macht, nicht wirklich evaluierbar. And this experience is very difficult to evaluate by a science that looks on it from the outside. Wir können die Gehirnströme messen während der Behandlung und nach der Behandlung. We can measure brain waves during the treatment and afterwards. Aber das erfasst nicht den Kern des Erlebens. But this never captures the core of the experience. Und wenn wir uns vielleicht mal ein Wissenschaftsgebiet, die Sexualforschung, vorstellen. And if we imagine a field of science like science of sexuality. Also es wäre denkbar, dass eine Sexualforscherin oder ein Sexualforscher alles von außen wissenschaftlich evaluiert, was zur Sexualität gehört. So we could imagine that a researcher in sexuality observes everything connected to sexuality from the outside. Und das ist sicherlich auch wichtig. And this might also be important. Aber es kann important. Das Erleben einer Liebhaberin oder eines Liebhabers nicht ersetzen. But it can never replace the actual experience of a lover. Ja, Patricia möchte sofort und dann auch gleich Christina. Das Patricia und dann Christina. Totally agree with you. But I would like to add that some science can support this experience to happen. Ich bin total deiner Meinung, aber ich glaube, dass es auch, dass es eine Wissenschaft gibt, die diese Erfahrung unterstützen kann. So it's not at all a question to use
science for evaluating. This is not the point. But to enlarge the possibility of this phenomenon to happen. Und ich rede jetzt nicht über Wissenschaft, die diese Erfahrung evaluiert, sondern ich spreche von Wissenschaft, die diese Erfahrung unterstützt. Concerning sexuality, for example, the wonderful theoretical professor I was studying with, Professor De Giudice, was used to take the orgasm as an example of the best coherence moment between living being. Und mein Professor hat zum Beispiel, wenn wir über Sexualität... Professor Del Giudice. Mein Professor hat zum Beispiel, wenn wir von Sexualität sprechen, über den Orgasmus als eine maximal kohärente Situation gesprochen. And you know, he was saying this in the middle of a very academic situation and you can see a lot of people. Und er hat das postuliert im Rahmen von, also im Kreis von hochangesehenen Wissenschaftlern. And this was a very special moment. Das war ein sehr spezieller Moment. Ja, gut. So, ein ganz wundervolles Thema. A wonderful theme. Ja, und natürlich auch noch einmal eine Einladung, die Perspektive insofern zu erweitern, dass man auf die unterschiedlichen Disziplinen im wissenschaftlichen Bereich eingeht. Also hier ist auch angesprochen worden bei Achim Schrievers mit dem wunderbaren Beispiel der Sexualforschung. So this is also an invitation to also look at other scientific disciplines. Achim Schrievers has mentioned sexual research, science. Wie zum Beispiel die neurobiologische Forschung. But I also think about neurobiological research. Auch die sozialwissenschaftliche Forschung. Also social science. Ja. Letztlich eventuell auch die philosophisch-sozialwissenschaftliche Forschung. Also possibly philosophical, social science, social die zusätzlich von der Perspektive der dritten Position auch wechseln kann in die Perspektive der ersten Position. Because this might also make it possible to change the perspective from the observer, from the third person to the first person. Ich werde noch Frau Dr. Pfeiffer ersuchen, um ihre Wortmeldung, weil sie sich gemeldet hat und würde dann gerne auch das Publikum ersuchen, wobei Frau Kors ist ganz zappelig an meiner Seite, also nach Dr. Pfeiffer, Frau Kors. Und dann möchte ich gerne das Publikum auch einladen für Stellungnahmen oder Ideen ihrerseits oder auch für Fragen an das Publikum, bevor wir in eine zweite Runde hier am Podium gehen. So, I will now give the word to Christina Pfeiffer, then to Karin Kurs, then I would like to invite the audience to make their comments, also raise questions towards the panel before we go in a second round of discussion. Thank you. I just want to go back to this including all aspects, and about the question if we need basic research. And Fernando was doing a basic research on the difference between shiatsu and acupressure. And we do need this basic research, even if it's a little bit painful for political approach. Yeah, because when we go into... Danke. Ich möchte jetzt nur noch mal einen Schritt zurückgehen. Also wir haben verschiedene Aspekte gehört. Ich möchte noch mal kurz zurückgehen zu der Frage, brauchen wir Grundlagenforschung? Und Fernando Cabo hat ja auch Grundlagenforschung gemacht. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, diese Forschung zu machen, auch wenn es sein kann, dass sie sozusagen politisch wehtut. Yes, because when it comes to political decisions, sometimes we are looking at meta-studies. And then in these meta-studies, we look at the evidence of shiatsu. And if we find something, they say, okay, is this evidence exact enough? Is it correct? Is it defined in a good way? And they look closer, and then they suddenly find out that shiatsu isn't really good defined. It is so varied. Politische Entscheidungsträger, wenn Entscheidungen gefällt werden müssen, beziehen sich dann oft auf Metastudien.
Und wenn solche Metastudien angeschaut werden, wird vor allem darauf geschaut, ob etwas gut und klar definiert ist. Und wenn dann noch genauer hingeschaut wird, und dann kommt eben vielleicht raus, dass Shiatsu nicht gut definiert ist. Yes, this doesn't mean that we just need one style. We can include all the styles. We just need to find a way to present Shiatsu as a combination of different styles and have a good common basis, which is quite well recognizable for a researcher. Das heißt nicht, dass wir uns im Shiatsu auf einen Stil einigen müssen. Es muss Platz geben für verschiedenste Stile, die da repräsentiert werden, aber wir müssen uns auf einen gemeinsamen Rahmen einigen, der aber gut definiert ist und greifbar ist und anerkannt werden kann. And this also includes to find the differences between acupressure, shiatsu and tuina. Und das inkludiert auch herauszufinden, wo die Unterschiede sind zwischen shiatsu, tuina und Akupressur. But there are also commons between the three ones because they have a common history somehow. Aber natürlich gibt's auch zwischen diesen drei Methoden Gemeinsamkeiten, weil wir alle irgendwie eine ähnliche Geschichte haben. But we need to know exactly which and how. Aber wir müssen genau wissen, wie und was. And if we present it in a very good way, researchers from outside will say, okay, it looks quite good. Und wenn wir das gut präsentieren, dann ist die Chance, dass Forscher, die von außen drauf schauen, auch sagen, ja, das ist gut. So, science is not only exact, it also has a friendly way. And if we are doing in a good way, we won't hurt the heart of Shiatsu. Also Wissenschaft ist präzise, aber sie kann auch auf eine freundliche Art und Weise durchgeführt werden. Und wenn wir das auf diese Art und Weise angehen, dann werden wir dem Herz von Shiatsu auch nicht wehtun. Yes, of course. I wanted to explain the reasons why I wrote that paper and to see if you understand me better. Because I don't think you understand the situation. Ich wollte kurz nur noch erklären, warum ich dieses Paper geschrieben habe, in der Hoffnung, dass ihr dann besser versteht. Because I don't think you understand the situation I have to work with. Ich glaube, ihr versteht die Situation nicht ganz, in der ich arbeite. You mentioned the safety of Shiatsu. There is an Austrian person living in the United Kingdom whose name is Erzarl Ernst. Und die Sicherheit im Shiatsu habt ihr erwähnt und es gibt einen Österreicher, der in Großbritannien lebt, Herzog Ernst. Ernst. He has published quite a few papers saying how Shiatsu is not safe. Shiatsu is one of the worst things. Und er hat einige Papers veröffentlicht, in denen er postuliert, dass Shiatsu nicht sicher ist und dass eigentlich Shiatsu das Schlimmste von allem ist. So one of the reasons why I wrote the paper is because he mixes Shiatsu and uses acupressure studies to prove that Shiatsu is bad. Und das ist ein Grund, warum ich mein Paper geschrieben habe, weil er differenziert nicht zwischen Shiatsu und Akupressur und eigentlich bezieht er sich mehr auf Akupressur. So I intend in the future, I have already written replies to some of his papers, but I intend in the future to reply to this part too. Und ich habe schon mehrere Antworten, Reaktionen auf dieses Paper geschrieben und ich plane auch in Zukunft dann noch konkreter dazu Stellung zu nehmen. It took me 5 years in London to find a hospital that accepted Shiatsu. Und ich habe 5 Jahre gebraucht, um in Großbritannien ein Krankenhaus zu finden, das Shiatsu akzeptiert. As a volunteer. Freiwilliger. And they all accept massage, aromatherapy and reflexology. Aber viele akzeptieren Massage, Reflexologie. And the reply in some cases when they bothered to reply was Shiatsu is not safe. Und die Antwort, die ich da oft bekommen habe, war Shiatsu ist nicht sicher. I'll give you more reasons. Another reason is that the private insurance companies in the United Kingdom, the ones that give you part of your money back when you go to a complementary therapist.
Der andere Grund ist, dass in Großbritannien die privaten Krankenversicherungen, wenn sie Kosten für Komplementärtherapien rückerstatten, they all accept acupressure. Sie akzeptieren alle Akupressur. Only one accepts shiatsu. Und es gibt nur eine, die Shiatsu akzeptiert. And Shiatsu schools are not allowed to give any acupressure certificates. That's only for the Acupuncture Association. Und Shiatsu-Praktiker dürfen nicht irgendwelche Zertifikate für Akupressur ausstellen. Das dürfen nur Akupunkteure. Und ich schließe mit einem dritten Grund. That if you look at pressure studies, as I have looked, some of them are with ice. Some of them are with just C-bands, they call. Others are with metal that you put there. Others are with... Und ich habe mir Akupressurstudien angeschaut und in manchen geht es um die Verwendung von Eis, um zu stimulieren, in manchen anderen um Metallteile, mit denen Druck ausgeübt wird, lauter andere Sachen. And many more, with oil and with whatever. If I were a reviewer of a paper, I wouldn't accept anything that said acupressure, because nobody has proved that pressing with a thumb or with a palm is the same as pressing with a metal. Wenn ich solche Studien überprüfen würde, würde ich keine davon als Akupressurstudie anerkennen, weil in keiner wirklich die Wirkung von Druck durch Berührung überprüft worden ist. Okay, also das ist jetzt wirklich eine starke Wortmeldung zu allen anderen drei Punkten. Und auf meiner rechten Seite wurde schon ganz unruhig. Frau Kors ist so nett und gibt ad hoc Ihre Wortmeldung, den Raum an Eduard Tripp weiter, und ich bitte das Publikum noch mal einen Hauch von Geduld. This has been a really strong statement, and Eduard Tripp has been urgently wanting to say something, so Karim was kind enough to pass the mic to him. Das Ganze liegt daran, warum ich so dringend was sagen wollte. Ich habe keinen Widerspruch mit Fernando, nur nicht in der Ausschließlichkeit. So why I wanted to say something urgently is I don't have a different opinion from Fernando, just in terms of exclusivity. Wir sind in unserem E-Mail-Verkehr einfach nur an der Exklusivität hängen geblieben, aus meiner Sicht. Also when we exchanged emails, the exclusivity was the issue where we got on to each other. Wir stimmen vollkommen überein, es braucht gute Forschung, es braucht genaue Definition, und ob die schlecht ist für Scherzo oder schlecht ist für Akupressur, ist vollkommen egal. And we totally agree with each other that we need research for Shiatsu, that we need good and sincere research for Shiatsu. And doesn't matter so much the differentiation to acupressure. Ich sehe nur, dass wir sehr wohl, wenn es gute Forschung in Akupressur gibt, die auch verwenden können. Und ich finde das auch ganz wichtig. Und ich sehe da kein Graben sozusagen zwischen, deswegen habe ich das vorhin so formuliert, Freunden. Yeah? So I think if there is good research on acupressure, then we should be open to use also that. And that is also why I don't see that there is such a big gap. Weil das ist Grundlagenforschung. Grundlagenforschung für das Meridiansystem, wenn es gut gemacht ist. Grundlagenforschung für die Wirkung von Akupunkturpunkten oder Akupressurpunkten oder Zubos, die wir auch verwenden. Because this is basic research, because it is about the effectiveness of meridians, of points, of Zubos, which we also use. Das können und sollen wir nutzen, sehe ich in der Berufspolitik. Aber... oder und eigentlich korrekterweise, wir brauchen schon klare Definitionen, da gehe ich vollkommen d'accord. We should be able to use this, but of course it is important to have clear definitions. Gut. Frau Kors, jetzt. Ergänzung eigentlich zu das, was Sie vorhin nochmal gesagt haben. Und ich finde, das eine schließt das andere nicht aus. Und das Spannende, was ich am Scherzo finde, ist ja eben, dass es sich nicht ausschließlich auf einen Aspekt des Lebens bezieht, sondern immer den Menschen in seiner Ganzheit abholt. So I would just like to add something to what Fernando said, because Scherzo by definition is something that does not exclude something. We always look at life in its whole. Und das bedeutet aber auch, dass wir mit Forschungsmöglichkeiten und Forschungsthemen einfach ganz, ganz viele Aspekte und Forschungsfelder tangieren. But this also means that with our research we can touch upon many, many themes in the research. Und wir hatten das vorhin schon gesagt, auch die ganzen Soziologen
sozialen und soziologischen Aspekte. Und ich würde ganz gerne den Bereich Psychologie noch ergänzen, weil auch das, denke ich, ein spannendes Thema und ein spannendes Feld ist, weil ja eben Shiatsu nicht nur den Körper erreicht, sondern eben auch genauso Geist und Seele. So you mentioned the social social science aspects about it, but I would also like to add the psychology, because it's a lot about the psychological state of people. Und das, denke ich, macht es so spannend. Und deswegen ist es sehr wichtig auch, dass wir gerade auch im Bereich Grundlagenforschung auch mit anderen Bereichen zusammenarbeiten, die sich in Teilaspekten mit ähnlichen Themen beschäftigen, wie wir es machen, und gleichzeitig aber auch einen ganz klaren Fokus haben auf die Dinge, die Shiatsu einfach auch einzigartig machen. And this is why it's so important to include and to work together with other disciplines who have another kind of view, but also to highlight the unique possibilities of Shiatsu. Und da finde ich es einfach wichtig zu gucken, welche Forschungsansätze gibt es oder welche Forschungsmethoden funktionieren für uns, damit wir das auch darstellen und zu fassen kriegen, was einfach Shiatsu so einzigartig macht. So this is why I find it so exciting to look at which kind of research does go well with Shiatsu in a way that we can really show the uniqueness of Shiatsu. Vielen Dank, liebes Publikum. Ich möchte Sie gerne einladen, um Ihre Wortmeldungen, um Ihre Ideen, um Ihre Kommentare. Wir haben jetzt sehr viel gehört über den wissenschaftlichen Diskurs, über die verschiedenen Disziplinen, Soziologie, Psychologie, Neurobiologie, Health Policy, evidenzbasierte Forschung. Wir haben berufspolitische Aspekte gehört. Wir haben die Diskussion auch am Beispiel Akupressur, Shiatsu über die Begriffsdefinitionen ein Stück auch gespielt. Kooperation, Abgrenzung, Zusammenarbeit, wenn ja, wie viel und wofür. Wie ist denn Ihre Meinung? Dear guests, I would now like to open the panel to your questions. We have heard a lot about research and Shiatsu, about the importance of cooperation, of other disciplines. We have heard something about professional recognition and politics, also about the funding, many different aspects. And I would like to open the floor now for questions. Ja, vielen Dank. Es gibt schon eine Wortmeldung. Wenn Sie sich kurz vorstellen, Name und... Ja, mein Name ist Anna Habli-Meyer. Ich bin Shiatsu-Praktikerin aus Salzburg. Und ich habe zwei Aspekte, die ich gern ansprechen möchte. My name is Anna Habli-Meyer. I'm a Shiatsu practitioner from Salzburg. And there are two aspects, which I would like to comment on, to mention. Das erste ganz Wesentliche möchte ich einen Schritt zurückgehen hinter diese Diskussion, die hier im wissenschaftlichen Evidenzbereich stattfindet. And first I would like to take a step back into the background of this discussion about science and research for Shiatsu. Und die Frage stellen, was interessiert denn uns als Shiatsu-Praktikerinnen am Ergebnis und vor allem am Erleben, wie es Achim Schriebers immer wieder anführt. So what is for us as Shiatsu practitioners, what is interesting for us in terms of results and also in terms of the experience that Achim mentioned? Uns die Frage zu erlauben, was interessiert uns eigentlich, was im Shiatsu passiert? Und nicht nur, was müssen wir tun, damit wir von außen, von der Wissenschaft, von der Politik und so weiter anerkannt werden. So I would like to raise the question or to say is to allow ourselves to ask ourselves, what are we really interested in finding, not what do we feel obliged to find in order for Shiatsu to be recognized politically and scientifically. Das heißt nicht, dass ich das ablehne, was hier gesagt wird, im Gegenteil, sondern auf zwei Schienen zu fahren, gerade vor dem Hintergrund Ihrer Aussage, die ich immer wieder zitiere, wer wusste, dass 89 die Mauer fallen wird? Ja? Ich bin selbst Historikerin, vom Grundberuf her Lehrerin, und niemand hat das in dem Umfeld vorhergesehen. And I do not, I'm not against what has been said, I'm just suggesting to look at it on two different levels. And I would like to repeat what you said before. I'm also a historian, a teacher, that a few months before the Berlin Wall fell in 1989, nobody would ever have thought this to be possible.
Und ich würde meinen, und ich wiederhole das so gebetsmühlenartig in unserer Regionalarbeit, ich bin da involviert, dass wir uns auf den Tag X vorbereiten sollen. Und der kann sehr schnell kommen, dass unser brüchiges Gesundheitswesen hops geht. Und dann ist aber gefragt, dass wir als gut ausgebildete, gut reflektierende, gut argumentierende Praktikerinnen hier stehen, die aus unserer Sicht und unserem Anliegen heraus und nicht immer fremdbestimmt definieren, ja, was haben wir eigentlich anzubieten? So, what I keep repeating also in the regional work that I have been very much involved in is that we actually have to prepare for the day X, when possibly the public health system crashes, and then we are there as as professional shiatsu people with a good good knowledge base and experience and also reflected. Where are we then? Und um meine Meldung abzuschließen, meine Aufforderung, vielleicht könnte man Praktikerinnen auffordern, besonders erfahrungsmäßig interessante Fälle zu dokumentieren, wo Menschen in der Schulmedizin nie geholfen wurde und mit relativ wenigen Anwendungen im Shiatsu dann große Erfolge. Und das ist auch so in dieser Diskussion im ÖDS immer wieder die Unzufriedenheit. And I would just like to raise to the idea that shiatsu practitioners could be invited to document special and unique cases where exceptional processes and developments in clients have been observed, especially when the classical medicine has not been able to help. Und ich erinnere, letzter Satz, ich erinnere mich an die Diskussionen im ÖDS, ja, wo es sehr viel Unzufriedenheit gibt über das Berufsbild, dass wir nur unter Anführungszeichen im Gewerbe angesiedelt sind und nicht sagen dürfen, was wir alles können. Und wir könnten vielleicht auf dieser Ebene diese Unzufriedenheit kanalisieren, dass wir auf der Ebene das mal sammeln, ja, und sind wir froh, dass wir so gut abgesichert sind in Österreich mit dem Gewerbe. And there has been, especially in discussions within the Austrian Shiatsu Society, people have voiced being not happy with the way shiatsu has been professionally recognized, not as a health profession, but more as a service provider. But what I'm suggesting is by collecting this precious data, this could also be a way of dealing with it while accepting the recognition that is there. Okay, vielen herzlichen Dank. Jetzt sind zwei wichtige Wörter gefallen, Bedarfsanalyse der Scherzopraktikerinnen und noch das Berufsbild. Also Eduard Tripp ist auch schon ganz unruhig geworden, aber nicht nur er. So, Christina Pfeiffer, Karin Kors, Achim Schrievers, Eduard Tripp, bitte. Kurz a few very important things have been mentioned in this comment. One was an analysis of what the practitioners actually need. The other issue was professional recognition. And quite a few of our speakers on the panel are eager to respond. Yes, I can respond. Yes, you can. Shiatsu practitioners. Die Antwort ist ja. Das könnt ihr machen. Shiatsu practitioners can do case reports. Ja, Shiatsu Praktiker können Fallberichte schreiben. You don't need an ethics commission for this. Und man braucht nicht die Zustimmung der Ethikkommission für sowas. Lisa Belmore from Canada was teaching here how to do it. Lisa Belmore von Kanada war hier, um auch zu präsentieren, wie man sowas machen kann. And on the Shiatsu Research Network, we will present information how to do it. Und wir werden das auch innerhalb des Shiatsu Research Network präsentieren, wie man sowas gut macht. It's not complicated. It's, you already know it from other assessments, from schools and, yeah. Es ist nicht über die Massen kompliziert. Da gibt's, man kann da Anleihen nehmen. Mm-hmm. And we want to present it on a database we are about to build up right now. Und wir wollen das auch im Rahmen einer ganzen Datenbank präsentieren, die wir gerade dabei sind aufzubauen. Wie ist es möglich, auf
auf ihrer Plattform diese Case Reports in Folge zu veröffentlichen, wenn sie nach diesen Kriterien, wie sie angeführt haben und dann auch nachzulesen sind, ausgefüllt sind, so, dokumentiert sind. So when case reports complying to these requirements are being done, is it possible to publish these on your platform? Yes, it is, but prior to this, we can test out if we can publish it to a good journal, which is very important. Aber ja, aber davor können wir auch herausfinden, ob es auch möglich ist, das im Rahmen eines Journals zu veröffentlichen. In any case, it will come to the public. Yeah. In jedem Fall wird es auf die Art öffentlich. And we help you with that. Und wir helfen dabei sehr gerne. Prima. Dankeschön, Karin Kors, ganz gierig. Ganz gierig. Das Mikro. Ich gebe dir das Mikro nicht mehr vor mir. Nein, das ist tatsächlich der Punkt, der mir auch ganz wichtig ist. Wir haben ja viel über evidenzbasierte Forschung gesprochen und über Doppelblindstudien, die einfach im Scherzo als echte Doppelblindstudien nicht funktionieren, weil wir wissen einfach, ob wir anfassen oder nicht. So this is really a point that I consider crucially important, because we have been speaking about evidence-based research and double-blind research, which is really not realistic in Shiatsu. Und die evidenzbasierte Forschung ist zwar im Moment so der Hauptteil dessen, wo die öffentliche Achtsamkeit auch drauf liegt, aber es ist nicht die einzige Möglichkeit, Erfahrung zu gewinnen. Evidence-based research is actually the kind of research that gets the most public attention, but it's not the only way. Und das andere ist eben tatsächlich dieses ganze Thema, das Erfahrungswissen und erfahrungsbasierte Forschung oder cognition-based medicine im Englischen. Okay. The other thing is that experience-based, cognition-based research. Und da ist tatsächlich der Ansatz über Einzelfallstudien und die Aggregation dieser Einzelfallstudien einfach zur Erkenntnis zu gelangen. And the idea in this is to actually gain and build knowledge through single case reports. Und da ist eben ein wesentlicher Aspekt, ist eben eine gewisse Standardisierung dieser Fallstudien, damit man darauf dann später auch Metastudien machen kann und die zusammenfassen kann. But what is needed is a certain level of standardization in these case reports in order to later be able to do create meta-studies from this base. Und ich denke, dass das gerade eben für Scherzo ein sehr, sehr guter Weg ist, das auch zu dokumentieren, was wir tun und was passiert, und zwar in vielen Fällen besser als große statistische Untersuchungen, die auch ihren Wert haben, aber sicherlich nicht das einzige Mittel der Wahl sind. And I think this is really very relevant and very useful for Shiatsu. We also need statistics, but this is really a way Shiatsu could, a direction Shiatsu could take. Genau. Und das wäre toll, wenn die Basis steht, wenn wir dann da auch viel Unterstützung haben und das einfach auch viel in der Breite dann genutzt wird. So it would be great if there is a basis which we could also use to present in the wider public. Danke, Karin Kors. Achim Schrievers. Thank you, Karin. Achim Schrievers, please. Ich möchte noch mal auf die Bemerkung aus dem Publikum eingehen, dass wir nicht nur Forschung machen sollten für die anderen, dass die sehen, was wir können und was Shiatsu kann, sondern auch für uns. Und mit dem gleichen Motiv haben wir vor 3 Jahren ein Tiefeninterviewprojekt gemacht, in dem wir erstmal für uns sortieren wollten, was geschieht eigentlich in Menschen, die über längere Zeit oder auch über kürzere Zeit Shiatsu-Behandlung bekommen haben. So I would like to comment on the comment in the audience about that we should also do research for ourselves as practitioners. And really, to with this objective, we had a project a few years ago with interviews that went in depth to find out more about the experiences when a person is receiving Shiatsu over a longer period of time. Und wir haben ganz bewusst dabei keine vorgefertigten Fragen zum Ankreuzen von der Skala 1 bis 5. Gewählt. And very consciously we didn't use a standardized set of questions, especially we didn't use a
the possibility to answer just on a scale from 1 to 10, but used open questions. Also die sicherlich wissenschaftlich klarere Aussagekraft gehabt hätten. The rating probably would have been more valued scientifically. Sondern wir haben 6 ganz einfache Fragen gestellt. But we chose 6 very simple questions. Die erste war zum Beispiel, was fällt Ihnen ein, wenn Sie an Ihre Shiatsu-Behandlungen zurückdenken? For example, the first question was, what comes to your mind when you think back to the Shiatsu treatment you've received? Wir wollten den Klientinnen, die befragt wurden, insgesamt waren es am Ende 90 solcher tiefen Interviews, das heißt ein- oder mehrstündige Interviews. So in the end we interviewed 90 people and each interview lasted about 1 or 1.5 hours. Und wir wollten den Klientinnen möglichst große Freiheit geben, das zu sagen, was ihnen von innen her kommt. And we wanted to give the clients as much space and liberty as possible to express in words what came to the mind. Und die Ergebnisse waren für das Projektteam, die diese Interviews dann gelesen und ausgewertet haben, überwältigend. And for the people who then evaluated and read, all the answers that came up were really overwhelming. In diesen Interviews haben wir gesehen, wie groß Shiatsu ist und auf wie vielen Ebenen es im Leben der Menschen wirkt. And we really saw through these answers how big the scope of Shiatsu is and in how many spheres of life Shiatsu has an effect. Haben Sie ein Beispiel von diesen, also das waren so überwältigende Ergebnisse, aber haben Sie ein konkretes Beispiel, wo Sie sagen, das will ich jetzt sagen? Do you have one concrete example for one of these overwhelming results? Ich müsste jetzt die Zitate nachlesen, aber es waren Beschreibungen von überwältigenden und auch nachhaltig wirkenden spirituellen Erfahrungen dabei. I would have to reread the quotes, but we got overwhelming responses really referring to very sustainable experiences and sustainable changes. Also auf modern Deutsch würde man sagen Flow erleben. In modern German you could say flow experience. Okay. Sie wollten noch einen Abschlusssatz sagen, bevor das Mikro an Dr. Tripp weitergeht? Ja, deswegen ist mir ganz wichtig, dass dieses Gesamtgebilde Shiatsu mit allem, was es im Körper-Geist-Seele-System tut, durch die Forschung nicht beeinträchtigt wird. Da würde ich mich fast als Wächter verstehen, dass das nicht passiert. Wir haben ja eine Studie, große Studie von der Uni Bochum gehabt vor einigen Jahren zum Thema Akupunktur. So I would like to close with by saying that for me what's really important that the big scope of Shiatsu in the realm of body, mind and spirit is something very precious, and I almost feel like a protector of this sphere of Shiatsu, and I really want to see research that keeps this sphere protected and whole. And there has also been a study by the University of Bochum on acupuncture. Ja, und diese Studie hat dazu geführt, dass die Wirksamkeit von Akupunktur nachgewiesen werden konnte, aber nur bei Rückenschmerzen und bei Kniebeschwerden. And in this study the efficacy of acupuncture could be proven, but only referring to back pain and knee problems. Die Folge ist, dass infolge dieser Studie die Krankenkassen in Deutschland für Rückenschmerzen, Akupunktur und Knieschmerzen, Akupunktur bezahlen, aber die grundlegende Akupunktur, weil sie eben nicht wissenschaftlich erforscht ist, nach wie vor nicht unterstützt wird. And consequently, or the effect of this has been that insurance companies in Germany pay for acupuncture, but only in case of back problems and knee problems, and not for the basic and fundamental advantages of acupuncture. Und vor diesem Schicksal möchte ich uns gerne bewahren. And I would really like to protect us from any similar kind of development. Wenn das Schicksal jetzt angesprochen ist, dann gebe ich den Dr. Tripp für eine Wortmeldung zum Aufgreifen. So, if we talk about destiny, I would like to give the word to Dr. Tripp. Ich muss mich beim Achim bedanken, dass er
diesen Punkt so gut ausgeführt hat, weil das ist ganz ein wichtiger Teil eigentlich, was Forschung leisten kann und soll. I would like to thank Achim for expressing this so well, because this is really something research can also contribute to. Weil das, was ich hier mitkriege, was viele Scherzo-Praktiker eigentlich an Forschung toll finden, ist, wenn sie erfahren, Scherzo wirkt bei dem, dem und dem. Aber das ist die reale Erfahrung, die wir haben, was unsere Klienten immer laufend rückmelden. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn wir das auch wirklich erfassen. So, what I observe is that many Shiatsu practitioners consider also Shiatsu research valuable, that says Shiatsu is helpful in this and this and this case. But it's actually about the bigger picture. Es gibt noch einen Punkt, den ich leider jetzt sagen muss, es kommt eine blöde Rolle rein. Ich muss auch etwas Warnendes, oder ich bin sozusagen jetzt der Verbreiter schlechter Nachrichten, weil einen Punkt bei den Case Studies ist wirklich problematisch. Ich möchte gerne darauf eingehen. There is a critical point I also have to communicate. I'm in a not so nice role now, and this refers to case studies. Ja, und der Punkt ist gerade aktuell, das betrifft jetzt nicht Shiatsu, gehen Klageschreiben von Anwälten wieder durch Shiatsu-Praktiker, also nicht Shiatsu-Praktiker, Massage-Praktiker, die in irgendeiner Form Gewerbe ausüben und Schmerztherapie oder Behandlung von Schmerzen drinnen haben. And this is on the, or I'm referring to a case that's current now, where massage therapists in this case have been sued legally because of doing some kind of pain therapeutic intervention. Das heißt, wir müssen sehr vorsichtig sein mit unseren Aussagen, dass wir nicht einen Heilungsanspruch haben. Sobald wir einen Heilungsanspruch haben, begeben wir uns, wie man auf Österreich sagt, in des Teufels Küche unter Umständen. So we really have to be careful how we define things, because especially, well, in Austria we have to be extra careful not to enter into the realm of healing and not to claim any sort of healing. Wir müssen einfach vorsichtig sein, was wir formulieren. Nein, ich bin noch nicht ganz fertig. Entschuldigung. Wir müssen vorsichtig sein, wie wir das formulieren, damit wir nicht als gesamter Berufsstand in den Bereich, in den Gedanken reinkommen, dass andere glauben, wir wollen Undercover-Therapie machen und wir nehmen Ärzten oder Gesundheitsberufen etwas weg, wenn man den Bereich reingeht. Wenn dieser Eindruck entsteht, haben wir Probleme. We really have to be careful how we word things, because if we just give the slightest impression that we want to undermine the health system, then we really get problems. Und das ist einfach der Punkt, den ich sagte, müssen wir ein Auge bewahren. Und das ist der Grund, warum wir vorsichtig sind mit gewissen Worten. Wir dürfen Worte wie Patient nicht verwenden. And this is why we have to be really careful. And for example, we must not use the word patient. Wir können erzählen alles, was dem Scherzenklienten passiert, und dann passiert zufällig auch eine Heilung. Aber wenn wir es als Absicht berichten, it's problematisch. We can document anything that's happening to the client, and then maybe accidentally some healing occurs. Accidentally, no, apostrophe. Apostrophe, but we must not claim that our intention was the healing effect. Also hier haben wir wirklich einen Aspekt, auf den wir genau aufpassen müssen. Und ich möchte es nochmal betonen, wir formulieren auch Shiatsu die ganze Zeit nicht als Behandlung von Krankheiten in irgendeiner Form oder von kranken Menschen. Das ist nie die Absicht. Ich höre das auch nicht raus, wenn ich Achim reden höre, sondern wir behandeln Menschen. Manche haben manchmal Krankheiten oder sind krank. Aber wir behandeln immer nur Menschen. We really have to be careful in this, and when we speak about Shiatsu, we never claim to treat any kind of illness. We treat persons, and when I listen to Achim, I think he agrees with me. It's always about offering treatments to people. Ich möchte einfach nur, dass wir das beachten in unserer Euphorie und uns nicht sozusagen in eine Problematik hineinbegeben, die wir gar nicht wollen. I really want to ask all of us to recognize the importance of this when we discuss these things. Also kein Heilungsversprechen, aber eine Heilungsdokumentation. So no promises of any healing, but maybe a documentation of a possible healing process. Eine Dokumentation von einer Entwicklung, die stattfindet, die möglicherweise auch manchmal Heilung beinhaltet. So aber um die geht es nicht primär. A documentation of a process of development that might include also healing, but that's not the main point. Mm-hmm. Achim Schrievers, ein Satz dazu, und dann geht das Mikrofon wieder an das Publikum. Es gibt zwei Wortmeldungen. Zuerst waren Sie und ad hoc ein,
Achim Schrivers, okay? Also Achim Schrivers and then again the audience, the two comments okay. In the audience. Also ich versuche mich ganz kurz zu fassen, aber ich habe mich gemeldet, weil das ein Herzenswunsch von mir anspricht. Wenn wir einen kooperierenden Wissenschaftler finden könnten, der uns hilft zu zeigen, dass wir nicht direkt therapieren, sondern dass wir aber nachhaltig die selbstregulierenden Kräfte positiv beeinflussen. Denn es passiert uns ja oft, mir zumindest passiert es oft, dass Menschen kommen, überhaupt nicht erzählen, was sie alles mitbringen. So, und ohne das zu wissen, verändern sich die Dinge. Das ist so, I would really like to comment on this because Eduard touched on an issue that really touches me in my professional heart. And if we found a scientist who could help us to show that our way of working can initiate development processes that help a person's inner power to self-regulate, this would be really invaluable, because often clients cannot even word exactly what's going on, but then a process is being initiated that we couldn't have named before. Okay. Dankeschön. Ad hoc, wirklich nur ein Satz und dann geht das Mikrofon bitte weiter klar, an die Kollegin. Völlig klar, was Eduard Tripp gesagt hat, völlig klar. Und ich habe es auch nicht so gemeint, jetzt das sofort auf eine Plattform zu stellen, ja, sondern in die Richtung zu überlegen, das intern zu sammeln, zu sichten, auch zu schauen, was kommt denn da an potenziellen Fragestellungen vielleicht heraus. Ich fühle mich nur missverstanden, ich wollte es absolut nicht so sehen. Wunderbar. So I would just like to add that thank you for your explanation. My intention with my comment was not immediately that all the case reports would be published. I just wanted to raise the idea to collect these internally. Okay, perfekt. Wording beachten, Standards beachten. Das Mikrofon geht an die Kollegin in der Audience. So we have just heard how important it is to be careful with our wording and to accept standards. Mein Name ist Ursula Pelio. Ich bin Vorsitzende der Gesellschaft für Shiatsu in Deutschland. My name is Ursula Pelio. I'm the chair of the German Shiatsu Society. Und ich bin froh, dass ihr beiden das nochmal so, Eduard und Achim, dass ihr das nochmal so bekräftigt habt, diesen Aspekt, wir behandeln den ganzen Menschen. Und ich finde, das ist ein Luxus, dass wir das so groß sehen können. And I would like to thank Achim and Eduard very much for highlighting and emphasizing this aspect again so well, that we really deal and treat the whole person, because I consider this a luxury. Und ich habe das Gefühl, dass im Moment sich was öffnet zwischen Shiatsu und zum Beispiel Krankenhäusern. And I have the feeling that at the moment something is about to open up between Shiatsu and hospitals. Ja, ich habe eine andere Erfahrung als du, Fernando, dass ein Krankenhaus angerufen hat und gesagt hat, können Sie bei uns Shiatsu machen? Und wir hören das in unserem Berufsverband immer mehr. So my experience is slightly different from yours, Fernando. I've had a hospital calling and asking whether we could come and offer Shiatsu. And we observe this kind of requests that they get more and more. Und ich glaube, dass es eine gute Zusammenarbeit geben kann und auch schon gibt. Und dass das genau der richtige Moment ist, auch so eine große Studie zu machen. Einerseits, um uns selbst als Shiatsu-Cast zu stärken, unser Selbstbewusstsein zu stärken und nochmal zu merken, was tun wir oder zu gucken, was tun wir. So I think it's a good moment for cooperation, and I think it's also a good moment for launching such a big study to reflect on what effect does our work have, what are we doing actually. Und in Kontakt, in wissenschaftlichen Kontext zu gehen. And especially to go into a scientific context with this. Und ich bin sehr, sehr froh, dass es wirklich eine internationale Zusammenarbeit über Verbände hinausgeht,
das könnten zwei Leute gar nicht stemmen und ein Verband nicht bewerkstelligen. Dazu braucht es wirklich diese große Kooperation und noch Sponsoren. And I'm very happy that this goes in the direction of cooperating on a large scale also between different countries, and two people would never be able to manage all this alone. And I hope this will also help us to get sponsors. Okay. Ja gut, bevor jetzt hoffentlich nicht alle gleich nach Deutschland gehen, weil das war so ein gutes Beispiel, dass hier die Spitäler und Krankenhäuser den umgekehrten Weg gehen und Scherzopraktikantinnen mit kleinen ihren Sternchen suchen, anfordern. Wichtiger Aspekt, darf ich das Wort an den Herrn im Publikum geben, der das Mikro schon in der Hand hält? So, I hope not everybody will want to move to Germany now, where apparently the doors are open to also do shiatsu in hospitals. But now I would like to give the word to another comment from the audience, please. Okay, thank you very much. My name is Christian Brüse. I'm a journalist turned shiatsu practitioner. Mein Name ist Christian Brüse. Ich bin Journalist und Shiatsu-Praktiker. Und my first question is to Fernando, because you mentioned this study about Shiatsu and acupressure. And so I'm curious to learn, can you explain in a nutshell what did you find was the difference? And especially I'm interested the experience of the cancer patient, did it differ when they were treated with one or with the other method? This would be the first question. Maybe another Und question. Meine erste Frage geht an Fernando. Sie haben über die Studie gesprochen, im Vergleich oder Unterschiede Shiatsu-Akupressur. Mich würde interessieren, also wie können Sie das ganz kurz zusammenfassen, was Sie da gefunden haben, und auch, ob sich bei den Krebspatienten, was Sie erwähnt haben, ob sich da was verändert hat durch die Anwendung von Shiatsu oder ja. And if I may just add another second short question to Mr. Achim Schievers, when will this study be finished, published, and do you also cooperate with the university or FH Coburg, or is there another partner in that current study? Und meine andere Frage geht an Achim Schriebers. Wann in etwa wird die Studie fertig und veröffentlicht sein, und kooperiert ihr mit der Universität Coburg oder auch mit anderen Institutionen? Ja gut, dann gebe ich das Mikrofon an Fernando Cabo, dann an Achim Schriebers, und Patricia Stefanini hat sich ebenfalls schon dringend zu Wort gemeldet. So bitte, first Fernando Cabo, then Achim Schriebers, and then also Patricia Stefanini. Well, the first thing is that since I published that study, I have found even more differences. Also die erste Antwort auf die erste Frage ist, dass seit ich diese Studie gemacht habe, habe ich noch viel mehr Unterschiede gefunden. But in a nutshell, the acupressure means nothing. Aber ganz kurz zusammengefasst könnte man sagen, Akupressur bedeutet nichts. Acupressure has been tried with ice, oil, leather bands, anything you want to mention. But when they talk in studies about acupressure, they certainly don't use it by leaning with the body as you do in shiatsu. Also in der Akupressur wird mit Eis gearbeitet, mit Öl, mit Lederbändern, mit anderen Instrumenten, aber nirgends habe ich in Studien über Akupressur die Anwendung von Lehnen gefunden. The most typical, if you read when they explain it, the most typical movement is to circle. Und wie es erklärt wird, und das habe ich am öftesten gefunden, ist mir am öftesten begegnet, ist eine kreisende Bewegung. So, which is certainly not what the basic shiatsu is about. Und das ist natürlich überhaupt nicht, worum es im Grunde im Shiatsu geht. Your second question, I think you misunderstood me.
There's no acupressure was not tried where I volunteer, only shiatsu was. Und was die zweite Frage betrifft, ich glaube, da gab es ein kleines Missverständnis. Also in dieser freiwilligen Arbeit auf der Krebsstation ging es überhaupt nicht um Akupressur. So the cancer patients only. We are allowed to say patients, by the way, in the United Kingdom. I'm sorry, you're also, not here, und but we are there. Die Krebspatienten und in Großbritannien dürfen wir tatsächlich Patientinnen und Patienten sagen. Yeah, so they only experience shiatsu. Die haben nur Shiatsu bekommen. However, as I explained before and as I explained in a conference I was given before I published my study, and since we are talking about quality and the quality of feeling, I think that the quality of feeling someone giving shiatsu even on one point would be very different of someone just pushing like they do in acupressure. Und was ich auch unlängst auf einer Konferenz gesagt habe, wo ich auch meine Studie präsentiert habe, ist, dass wenn wir Shiatsu anwenden und auch wenn es nur in einem bestimmten Punkt ist, wird es immer anders sein, als wenn einfach nur irgendwo Druck ausgeübt wird. I'm not talking about efficacy of whether one is more efficient than the other. I have no idea. I mean, I don't even know if they would feel it differently, but I believe so. Ich rede jetzt überhaupt nicht von Wirksamkeit, sondern einfach nur, dass es sich unterschiedlich anfühlt. Gut, Achim Schrievers. Die Antwort auf die erste Frage, wann die Studie beendet sein wird oder ausgewertet sein wird, wenn sie ausgewertet sein wird. So, the response to your first question is the study will be finalized and finalized when it will be finalized. Das liegt daran, weil einfach noch verschiedene Dinge geklärt werden müssen, die sich entwickeln können und die wir nicht präzise voraussagen können. And the reason for this is that some issues might arise and evolve that we don't know about yet. Aber wir hoffen, dass es in 2,5 Jahren soweit ist. But we really hope that it will be in about 2.5 years. Und auf die zweite Frage, wir suchen noch kooperierende Universitäten in Österreich und auch in der Schweiz, weil es ja eine internationale Studie ist. And to answer your second question, we're still looking for cooperating universities in Austria and Switzerland, because it is an international study. Und wir suchen auch noch eine kooperierende Universität in Deutschland. And we also would like another university to cooperate with in Germany. Dazu vielleicht als Ergänzung, das hat den Hintergrund, die Hochschule Coburg ist weiterhin involviert. Das liegt aber an dem deutschen Hochschulrecht, dass das eine University of Applied Science ist und damit kein Promotionsrecht hat. Und das Ziel ist das Ganze, um der Studie auch einfach ein Gewicht zu verleihen, das einfach im Rahmen von der Promotion durchzuführen. I would just like to add that the University of Coburg is still involved, but it is a University of Applied Sciences, but it has legal reasons. They are not entitled to issue PhDs. So we are looking for another university that is entitled to issue PhDs to raise the study to another level. Danke, Karin Kors. Patricia Stefanini. I would like to go back to a couple of things you said, Akrim, with which I'm totally resonating. Ich würde gern wieder zurückgehen zu ein paar Dingen, die du, Achim, gesagt hast, die mir viel Resonanz verursachen. One is when you said, I would like scientists to say that we support this process of development in our clients. Das eine war, dass du gesagt hast, es wäre schön, Wissenschaftler zu haben, die uns helfen zu zeigen, welche Entwicklungsprozesse Shiatsu im Menschen initiieren kann. There are already these scientists. Und diese Wissenschaftler gibt es. I've been part of this study where scientists, physicists in this case, said that the overall picture of the human system, of a living system, is important, not specific properties or specific parts. Und also ich bin mit Wissenschaftlern in Kontakt, in dem Fall sind es Physiker, die ganz klar sagen, also in Lebenden, es geht darum zu schauen, wie sich etwas in lebenden Systemen entwickelt. Und da geht es nicht nur um herausgenommene spezifische Aspekte. So we call the collective properties of the system.
Es geht um kollektive Eigenschaften eines Systems. And there is also the hypothesis, I don't want to say the evidence still, but the possibility that through shiatsu, when we touch meridian, we support the increasing of the health because we support these collective properties of the system. Und die Hypothese dabei ist, dass wir durch Shiatsu dieses lebende System, dieses kollektive properties, dass wir diese kollektiven Eigenheiten, diese kollektive Entwicklung des Systems mit Shiatsu unterstützen können. In this view means supporting the system to be healthier. Und diese Ansicht bedeutet, dass wir das System dabei unterstützen können, gesund zu sein. And even more, if us as a, in this case, shiatsu practitioner, we support this, we are in a sort of flow experience. Und das andere ist, dass wenn wir als Shiatsu-Praktikerinnen das System auf diese Art und Weise unterstützen, dann kann es gut sein, dass wir eine Art Flow-Erfahrung machen. Naja, das klingt ja schon nach vielfältigen Kooperationsangeboten. So, to me this sounds like suggestion to cooperate on many levels. Auch unter mit Einbeziehung verschiedener Aspekte. Integrating different aspects. Das salutogene Potenzial von Sexualität konnte man inzwischen tatsächlich nachweisen. And the salutogenetic potential of sexuality has been proven in the meanwhile. Auch im Sinne eines ganzheitlichen Ansatzes, wie Sie ihn, Herr Schrievers, propagieren. Also in the sense of a holistic approach, like you are putting it in front, Mr. Schrievers. Und vielleicht kann diese Studie auch noch in Zukunft als Nachfolgestudie auf eine Vierländerstudie erweitert werden. And so maybe this study can be expanded to a four-country study at a further stage. Yeah. Es ist 7:55, wir haben noch eine gute halbe Stunde Zeit, bevor ich eine Art Schlussrunde hier am Podium einladen möchte. Geht es noch einmal zurück an Sie, an das Publikum, ob es von Ihrer Seite her noch wichtige Anregungen gibt? So we have a bit more than half an hour left, and before I enter into a final round of statements on the panel, like to open the floor again for questions and comments from the audience. Sei es um den Aspekt zu bekräftigen, also braucht Shiatsu Forschung oder braucht Forschung auch Shiatsu? So to emphasize maybe on the question, does Shiatsu need research or maybe does research need Shiatsu? Vielleicht auch noch einmal die Zielgruppenerweiterung, also in Bezug auf die Erwartungshaltungen, die Bedarfsanalysen, zum Beispiel von den Praktizierenden selbst, welche Bedürfnisse es denn hier geben könnte. But maybe also to look again at the target group of the research and the analysis of what the practitioners actually need. Oder welche Vorteile die Klientinnen und Klienten haben könnten. Oh, which advantages the clients might gain from research. Beziehungsweise haben Sie noch hier Fragen an das Podium selbst? Or do you have questions to the panel? Oder scheint es von Ihrer Seite aus Zeit für eine Schlussrunde? Or maybe it is time for a final round. Okay. Ah, doch. Ah ja, das Mikro. Niemand meldet, dann traue ich mich noch mal was zu fragen. Und zwar, das Erfahrungswissen lässt mich nicht los. Wenn ich richtig in Erinnerung habe, ist ja Ayurveda als Erfahrungswissen irgendwie anerkannt. Und ich habe mal gehört, es gibt auch den Ansatz, Erfahrungswissen
auch seitens der Versicherer in irgendeiner Weise anzuerkennen. Es gibt ja auch Zusatzversicherungen, die bei uns auch schwer zu refundieren. Und da anzusetzen, kann man das irgendwie ausweiten, kann man irgendwie andere in Bezug auf Zukunft unseres Gesundheitswesens, ja, irgendwie Ansätze finden. Das ist jetzt keine qualifizierte Frage von mir, einfach ich möchte es gern wissen, ob man da nicht irgendwie in die Richtung auch denken könnte, erfahrungsbasiertes Wissen auch als legitim, als Gedanken Saat zu verankern unter den Entscheidungsträgern. So my question is referring to the topic of experiential knowledge base, and as far as I know, a knowledge base based on experience has been recognized, for example, in Ayurveda. And I think there are some private insurance companies that do actually also accept and acknowledge this experiential knowledge base. And I'm wondering whether and how, also in terms of development of the health system, this could be a way also for Shiatsu, if I understood correctly. Okay, ja gut, also das scheint ja eine sehr österreichspezifische Frage zu sein. Ich darf. It seems to be a question, especially ja, referring to Austria. Karin Kors. Karin Kors. Und dann Christina Pfeiffer, okay. Und Eduard Tripp auch. Okay, dann fange ich mal an. Ich kann jetzt, also zu dem Thema Ayurveda-Forschung kann ich jetzt einfach nichts sagen, weil da muss ich, bin ich auch ehrlich gesagt, da bin ich überhaupt nicht im Thema. So I would like to start, but I cannot say anything about research in Ayurveda because it's not my topic. Aber dieses, also das Thema evidenzbasierte Forschung wird ja sehr oft eigentlich mit dieser externen Evidenz, die dann sich auch im Leistungskatalog der Krankenkassen letzten Endes niederschlägt, gleichgesetzt. Und eigentlich ist das nur ein Teil auch von Evidenz. But what is generally seen as evidence-based and which we find in the catalogs of the insurance companies often actually isn't evidence-based? No, it's just a part, external evidence, but it's not the whole of what could evidence-based mean in the completeness. Thank you. Sorry. Und das ist einfach so ein Punkt, nur das ist das, was einfach ganz oft, wenn es eben um die Frage der Finanzierung im Gesundheitswesen im Vordergrund steht, das heißt aber nicht, dass es dieses andere Wissen nicht gibt und es gibt auch im medizinischen Bereich sehr viel Wissen, was Erfahrungswissen ist. Es gibt immer so ein schönes Beispiel, irgendwie das Pfefferminztee bei Halsschmerzen hilft, weiß irgendwie jeder, akzeptiert auch jeder. So, aber kein Mensch würde dazu eine Studie machen, weil kein Mensch würde diese Studie finanzieren. So this is really a theme a lot connected to insurance regulations, but it is obvious that not only evidence-based, scientific evidence base is present in the general healthcare system, because there are a lot of other references that are being made. For example, also the classical medicine knows that peppermint tea has its positive effects, but nobody would ever come up with a study about it, because nobody would finance this. Und das, denke ich, ist auch ein Thema, was wir auch schon angesprochen haben. Nur sagen wir, unsere Aufgabe ist es auch, nicht nur auf der einen Seite eben Shiatsu zu erforschen, sondern vielleicht auch ein bisschen Bewegung in das zu bringen, was als Evidenzkriterium oder als Entscheidungskriterium akzeptiert wird. Und das ist so ein bisschen, das ist auch einfach ein Weg, den wir, denke ich, mitgehen können und auch mitgehen müssen, damit wir auch adäquate Möglichkeiten zu finden, das auch darzustellen, was wir eigentlich tun. So I think our task is also to create some kind of momentum and movement and initiate some change in what can be seen as evidence, and this can bring us forward. Es gibt ja nachher eine Teezeremonie mit Pfefferminztee auch. Morgen, da muss ich mal nochmal kommen. Christina Pfeiffer. Yes. What you said, Anna Habelmeier, that's a possible path we can go, and I agree to this,
it would work, I'm very sure, but we need the members to be active in this part. So this is an aspect of an approach we can do, but we need active members who are going to do it. In the network, you can take part and say, I want to do this and that, I want to develop that, and you can form groups, you can use tools on the web page, it's all open to you, and if you have, yeah, okay. Also, was du gesagt hast, Anna Hablemeyer, ist völlig richtig und so kann es auch funktionieren. Ich bin überzeugt davon, dass man das machen kann und dass das funktionieren kann. Was es dazu braucht, ist, dass wirklich Leute aktiv werden. Und das ist auch eine Idee vom Shiatsu Research Network, da was zu initiieren und aktiv zu werden. Yes. So, what we do now in the research network is what people want to do. But there's much more to accomplish and more to consider, and everybody who wants to join is very much welcomed. Und was wir bis jetzt im Shiatsu Research Network machen, folgt einfach dem, was die Leute einbringen. Und da gibt's noch sehr viel Potenzial und jeder ist eingeladen, hier auch Ideen einzubringen und sich zu engagieren. Ja, Eduard Tripp. Ich möchte zuerst auf das zurückgehen, was die Karin gesagt hat. Ich glaube, in der Medizin gelten 30-40% als evidence-based. Ich möchte noch, I would like to go back to what Karin said. So in medicine, about 30-40% are considered to be evidence-based. Das Absurde der reinen evidence-based und Doppelblindstudien als Goldstandard hat einen schönen Artikel mal beschrieben vor vielen Jahren in der New England Journal of Medicine. Und zwar, es gibt keinen einzigen Beweis dafür, dass ein Fallschirm Leben retten kann. Keine einzige Doppelblindstudie, die das jemals belegt hat. And many years ago, there was a nice article in the, which journal? New England Journal of Medicine. The New England Journal of Medicine stating that never ever has there been a double-blind evidence that a parachute can save lives. Und es wird auch immer so bleiben. Da wird die Ethikkommission dafür sorgen, dass gewisse Dinge nie überprüft werden können. And there will also never be a study because this will never be allowed by the Ethics Commission. So, wir bewegen uns an einem gewissen Punkt der Unmöglichkeit. Also da nähern wir uns eher der Physik. So, in this we reach a point of impossibility and we are close to physics. Aber ich möchte noch einen here. Punkt zurückgehen. Es stehen immer hinter Entscheidungen, stehen immer Maßstäbe und Interessen. But I want to go a step back and there are always behind decisions, there are always regulations and standards. Ja, im Moment, und das war auch das Beispiel von Achim von den Gerak-Studien mit der Akupunktur, man geht davon aus im Medizinsystem, dass man sagt, man möchte das Geld nicht einfach nur ausgeben, sondern es sollte klar und evident sein, dass es auch Wirksamkeit hat. And for the study that Achim mentioned, the acupuncture study, usually money is spent for studies that then give evidence for something that works. Ja. Und im Moment, solange die evidence-based Mauer in Berlin nicht fällt, ist es so, dass quasi die evidence-based, also quasi wirklich der Standard ist und man fordert ihn ein. Ein konkretes Beispiel möchte ich gerne noch erwähnen. As long as the evidence-based wall has not fallen down, this is what is being considered the state of the art. Ich weiß nicht, ob alle von euch kennen den ICD. Das ist ein Standard-Kodierungssystem, selbstverständlich als Krankenhaussystem, mit dem Erkrankungen, psychische und somatische Erkrankungen kodiert werden, von der WHO erstellt. And I would like to share an example with you. Maybe some of you are familiar with the ICD. This is a collection of standards and definition of illness. Ja. Zum Beispiel, wenn ich als Psychotherapeut arbeite, gebe ich zum Beispiel den Code nach ICD-10. Das ist aktuell F32.0 zum Beispiel. So it's a collection of codes for psychological and nicht nur psychologische, sondern auch Krankheiten, ich kann auch Kopfschmerzen, illness, alles Mögliche. So, in my work also as a psychologist and therapist, I document ICD number so and so. Beim Psychologischen kenne ich mich besser aus. F32.0 wäre eine leichte Depression.
F32.0 would be a light depression. Die häufigste Diagnose im psychischen Bereich in Österreich. Also nur it's the most frequent diagnosis in Austria. Ja. Übrigens auch dort ist die Frage der Statistik, weil wenn ich nicht mehr weiß, was ich hinschreibe, schreibe ich F32.0. But this also goes into the question of statistics, because if I don't know what to write, I usually write F32.0. Darüber wird dann festgestellt, wie sehr die Depression in Österreich verbreitet ist. Aber oftmals ist einfach nur die Fantasielosigkeit der Leute, was ich hinschreiben darf. So you could read it as how many people are affected by light depression in Austria, but maybe this is actually the lack of creativity of psychotherapists. Derzeit arbeitet man, ist der ICD-11 eigentlich schon fertig, ist aber noch nicht eingeführt. Now ICD-11 is being worked on, but it hasn't been introduced yet. Es wird einige Veränderungen geben. Unter anderem wird Burnout nicht nur ein Umstand, sondern wirklich als Erkrankung definiert. Some things are going to be changed. For example, burnout is not anymore just a condition, but actually an illness. Aber in der zusätzlichen Kodierung, also nicht als Erkrankung, sondern als zusätzliche Faktoren, wird man TCM-Diagnosen hineingeben können. But it will be expanded to include also a diagnosis of traditional Chinese medicine. Das ist der Zugang der WHO, die erfahrungsbasierte Medizin viel mehr auf den Fokus hat als die EU. And this is representing the approach of the WHO, which really wants to promote experientially based medicine to be present more. Und in der evidence-based world, also in der evidenzbasierten Welt, gibt es einen unheimlichen Aufschrei, ja, dass jetzt auch die Quacksalberei, so wird es auch geschrieben, Einzug hält in das seriöse Medizingeschehen. And there's a lot of resistance and outcry on the side of the classical medical community that this opens up doors to non-sincere type of medicine. So das ist im Moment die Situation, in der wir uns vor dem Mauerfall befinden. So this is a situation we are now before the wall crashes. Versicherungen sind die haben eine andere Rechnungsart. Die rechnen danach, was ist profitabel. But insurance companies have a different kind of calculation. So their calculation is about what is profitable. Ja, so wir müssen schauen, welche Ansatzpunkte wir verwenden können. Aber es sind unterschiedliche Ansatzpunkte in unterschiedlichen Bereichen. So we need to see which kind of approaches, points of approach we can use, and there are different possibilities. Ja, vielen Dank. Das sind sehr wichtige Informationen, die natürlich auch die Kreativität zum Fließen bringen lassen. Thank you. These are very important informations, which also inspire our creativity. Eine Zielgruppenanalyse lohnt sich in jedem Fall. An analysis of the target groups is always worth it. Denn wer kann schon etwas gegen Gesundheit haben? Because who can be against health? Und gibt es einmal Kennziffern, zum Beispiel 11 für Burnout? Gibt es vielleicht auch eine andere Kennziffer, die das heilen kann, zum Beispiel Shiatsu? So maybe if there is a code for burnout, one day there might also be a code for something that's healing burnout, like Shiatsu. Und wer, wenn nicht zum Beispiel abseits der Versicherungen, aber auch die Krankenkassen, hätten da nicht ein großes Interesse, wie zum Beispiel auch die PVA? And who, aside from the general insurance companies, probably also the pension insurance company might have a big interest in things like this. Die ähnlich wie einige Fonds auch eine eigene Forschungsabteilung haben, die durchaus für Investitionen offen steht. And this insurance company also has a department and a fund for research, and they're open for projects. Wir nähern uns langsam einem ausklingenden Ende dieser sehr spannenden und informativen und auch diskursiv durchgeführten Podiumsdiskussion mit sehr vielen wichtigen Inputs. We are approaching the end of this very interesting panel discussion. Und ich möchte gerne die Abschlussrunde in der umgekehrten Reihenfolge beginnen, also mit den Herren starten und jede Person noch eine eigene Frage noch mitgeben als Einladung für die Beantwortung.
das ist jetzt TV Trip, noch einmal Eduard Trip. Und zwar, es sind mehrfach die Entscheidungsträger noch einmal genannt worden, also auf die es letztlich ankommt, auch um Forschung zu finanzieren. I would like to start my final round in the opposite way of the opening round. So I will start with the men on the panel. So my first, and I would like to add individual questions. Mm-hmm. So first, Dr. Tripp, you have been speaking about decision makers. Mm-hmm. Und am Schluss dieser vielen Inputs der Podiumsdiskussion möchte ich fragen, welche Entscheidungsträger Ihnen könnte es jetzt hier in weiterer Folge konkret gehen und welche Auswirkungen auf das Berufsbild hätte eine weiterschreitende Anerkennung des Scherzos als anerkannte Methode in der Gesundheitsfürsorge, Vorsorge beziehungsweise noch weitere Bereiche? So, which decision makers are really the most important, and what would it take to get Shiatsu a higher level recognition as a proper and sincere method? Okay, für die nächste halbe Stunde, dreiviertel Stunde, Stunde. So, how much time do I have? Half an hour? Sie schaffen das. You can do it. Ich beginne mal umgekehrt rum. Das, was uns momentan ganz wesentlich ist gar nicht die Frage, arbeiten wir jetzt in einem Gesundheitsbereich oder arbeiten wir in einem gewerblichen Bereich, sondern können wir mit Menschen sicher in unseren Rahmen arbeiten? Haben wir Unterstützung? Haben wir die Anerkennung von außen? Das heißt primär, dass wir in Ruhe arbeiten können und dass unsere Kunden auch wissen, was sie an uns haben, sag's mal so. So the question that is really driving us at the moment is not so much whether Shiatsu is within the realm of the health system or a recognized kind of service we provide, but it's more the safety of being able to do this profession, to work with clients on a safe and recognized basis. Dazu möchte ich nochmal einen Schritt zurückgehen, nämlich auf der europäische Ebene. And I need to take a step back and go to the European level. Wir haben in Österreich ja die Situation, dass wir einen Beruf haben. Wir sind anerkannt als Scherzopraktikerinnen. Ja? And in Austria we have the situation that we are professionally recognized as Shiatsu practitioners. Ob wir uns jetzt persönlich wohlfühlen als Masseure letztendlich oder ob wir uns unterschätzt fühlen, weil wir eigentlich mehr in den Gesundheitsbereich hineingehörten. Aber wir haben zumindest eines, wir haben eine sichere Anerkennung, wir sind ein eigenständiger Beruf, auch innerhalb der Massage eigenständig. And we might not feel completely fine being part of the realm of massage, but we have the situation that Shiatsu is an officially recognized profession in the realm of massage. Wenn ich das auf das europäische Bild ausweite, heißt das, im Großen und Ganzen sind wir in einer Sonderposition. But on a European level, we are in a special situation here. In nahezu allen anderen Ländern sind wir einfach nur geduldet. In almost all other countries, Shiatsu is just being accepted. Ja, wir haben kein professionelles, sprich staatlich garantiertes Berufsbild. There is no guaranteed, there is no, the profession is not defined on an official level and guaranteed. Und selbst wenn in Österreich, was immer wieder diskutiert wird, das Gewerberecht fällt, dann ist Shiatsu frei. And if in Austria, and this has been in discussion on and off, if in Austria the law of services is going to fall, the security in Austria is gone as well. So, wenn ich es von der berufspolitischen Sicht aus sehe, auch Europaebene, dann geht es für uns vor allen Dingen daran, dass Shiatsu auszuüben europaweit möglich ist. So if I look at it from the view of professional politics, then the objective on a European level is really to create safety for doing Shiatsu. Und was noch dazu kommt, ist, dass wir die Niederlassungsfreiheit, die grundlegend in der EU garantiert ist, auch wirklich faktisch haben. And this
is also connected to one of the basic freedoms in the European Union, to be free to settle wherever. Denn die gilt im Grunde nur, ganz vereinfacht ausgedrückt, wenn in drei Ländern ein Beruf legal auszuüben ist, dann kannst du ihn auch in einem vierten Land ausüben. But actually, it's only valid if this right to execute a profession is recognized in at least three countries, you can also claim to be allowed to do this profession in the fourth country. So, dass wir hier in Österreich Scherzo legal ausüben dürfen, bedeutet noch überhaupt nicht, dass wir es irgendwo anders ausüben dürfen. And the fact that we can do shiatsu legally in Austria does not mean in any way that we can do shiatsu legally in any other European country. Wir haben auf der europäischen Ebene lang probiert und wir sind auch anerkannt quasi, dass wir erwähnt sind als CAM-Methode, also komplementäre Alternative. Wir sehen das nicht Medizin, sondern Methode. And we have put a lot of work into getting the we are in the complementary, in the CAM field, recognized as a kind of complementary. Das Ganze darzustellen wird jetzt wirklich zu lange dauern, aber wir haben erkannt, dass wir keine Chance haben, derzeit als Scherzopraktikerinnen im medizinischen Umfeld akzeptiert zu werden auf europaweit. In absehbarer Zeit, so wenn die Mauer nicht fällt. And this has been a work for many years, but we have had to come to the conclusion that it will take a very, very long time for Shiatsu to actually be recognized in the realm of the health field, the medical field. Und ich bin überzeugt, dass Sie einen positiven Schlusssatz auch haben. Ich habe einen positiven Schlusssatz. Okay. Und wir sind momentan daran zu arbeiten, dass wir dieses Right to Work wirklich etablieren, aber nicht auf dem, in welchem Bereich sind wir, sondern dass wir Shiatsu-Praktiker, so wie wir uns heute verstehen, dass wir mit Menschen arbeiten, auch wirklich etablieren und ein rechtlich fundiertes Right to Work einfach europaweit haben. Und daran arbeiten wir im Moment. So what we really working alles, was wir tun. So what we're really working on now is to get this recognition, to have the right to work as a shiatsu practitioners, and to work, to have the right to work with people in the way we do. Alles weitere müsste ich noch eine Stunde reden. And for any details I would have to carry on for an hour. Also vielen Dank. Also auch das mit ein Grund, dass es sich lohnt, sich um wissenschaftliche Anerkennung tatsächlich zu bemühen. Im Sinne und damit auch eine indirekte Beantwortung. EntscheidungsträgerInnen finden sich auch auf internationaler EU-Ebene. So this really confirms that it's very worthwhile to try and get research moving and that decision makers are really also to be found on an international level. Herr Schrievers, das Berufsbild von Shiatsu ist so stark, wie das Herr Tripp jetzt auch genannt hat. Und gleichzeitig möchte ich Sie fragen, am Ende dieser Podiumsdiskussion, glauben Sie, ist aus Ihrer Sicht eine gute Kooperation zwischen Scherzo und Wissenschaft möglich? Das Berufsbild ist sehr offen, sehr flexibel, also menschlich gesehen, also eine hohe Intellektualität gepaart mit Feinsinnigkeit und Wissen und auch Bereitschaft, Erfahrungen zu sammeln, zu dokumentieren, also sich der Wissenschaft zu öffnen. Sollte sich die Wissenschaft ebenfalls öffnen oder gibt es in dieser Zwischenzeit schon jetzt sehr gute Kooperationsmöglichkeiten? So, we have heard that what the profession, the image of the profession of Shiatsu is strong, but also open. But my question to you is cooperation between Shiatsu and science possible on many levels, or is there also an opening up needed from the side of the science? Also ich drück's mal ganz vorsichtig aus, aber es scheint uns in unserem deutschen Shiatsu-Verband, dass da in beide Richtungen Bewegung möglich ist. Es gab vor nicht langer Zeit, paar Monaten, an der Uniklinik in Münster ein Symposium, Hochleistungsmedizin trifft Selbstheilung. And I would like to answer this with a careful remark, but I have the impression that in Germany something is moving and something, there has been created some momentum. And last month there has been a conference at the university clinic of Nürnberg, Münster, and about
high potential, high power medicine, and what was the thing? Meets Selbstheilung. Highly efficient medicine meets self-healing. Dieses Symposium war überaus gut besucht mit über 450 Menschen. And this symposium had over 400 participants. Mit kritischen Schulmedizinern. And there were a lot of critical medical doctors. Und aus dieser Begegnung ist ein erster Kontakt entstanden und die Uniklinik Münster möchte eine Studie zu Shiatsu machen. And one result of this event was that the University Clinic of Münster would like to do a study. Und gerne mit uns kooperieren. Wir sind im Kontakt und Karin und ich sind gerade in der konkreten Terminfindungsphase. And they would like to cooperate with us and at the moment we're trying to find a date for a first meeting. Und das Klima ist so, also in aller Vorsicht gesagt, dass die Medizin Interesse bekommen hat und durchaus beginnt zu sehen, was Methoden wie Shiatsu zum Wohl des Ganzen beitragen können. The atmosphere is such that medicine has started to express an interest in Shiatsu and in its potential. Na, das fühlt sich schon mal sehr gut an, so als Ausblick und this für die weiteren feels Schritte. Very good as a perspective. Herr Cabo, was würde denn Sie glücklich machen? Mr. Cabo, what would make you happy? Nach dieser Podiumsdiskussion, dass Sie sagen, ja, das nehme ich jetzt in Angriff, da mache ich weiter, da investiere ich meine Energie und ich habe ziemlich gute Ideen, was ich hier noch bewirken kann und vielleicht sogar, wie ich zu Geld kommen kann. So, what kind of ideas do you have after this panel discussion and what would you say, yes, this is worth going for it and maybe even this is where I could get money for it? Well, ideas, I've just heard a couple that are very interesting, as Edward has said about the safety in several countries. Und ich habe einige gute Ideen, die ich mitnehmen kann und auch das, was Edward Tripp gesagt hat, eben diese Sicherheit der Berufsausübung in mehreren Ländern. And what would make me happy is for all countries to agree on what contraindication Shiatsu has, instead of each country having different standards. Und was mich glücklich machen würde, wäre, wenn sich alle Länder darauf einigen könnten, auf ein paar sehr konkrete Punkte für Kontraindikationen von Shiatsu. I think that would be a very good start. Das wäre ein guter Anfang. But very good. Ein wirklich guter Anfang. Yeah, because in each country they say something completely different. Weil jetzt ist es so, dass in jedem Land was völlig anderes, unterschiedliches gesagt wird. How I would get finance, I don't see any possibilities. Aber für die Finanzierung sehe ich wenig Möglichkeiten. Not in my situation, certainly. Also auch in meiner Situation. Ja, dann ist es Zeit, das Mikrofon nach Italien weiterzugeben. Then it's time to pass on the microphone to Italy. Frau Dr. Stefanini, was war denn für Sie heute das Wichtigste, dass Sie gehört haben und gefühlt haben bei der Diskussion, auch mit den Wortmeldungen seitens des Publikums. Dr. Stefanini, what was for you the most important that you have heard but also felt, including the comments from the audience? Definitely that we foreseen a future in which we'll be working together in a sort of integrative attitude and way without fighting and setting priorities who is better of whom. Also ganz bestimmt auf jeden Fall, dass wir einer Zukunft entgegenblicken, in der wir zusammenarbeiten können, anstatt dass da irgendeine Art von Wettbewerb entsteht. And I can be a visionary, but I like to be. And so I strongly believe that this will be possible. Und ich, vielleicht bin ich eine Visionärin, aber das bin ich auch gern. Ich glaube einfach dran, dass das möglich ist. And another beautiful thing we share today, and for this I thank all of you. Und noch etwas anderes, was sehr schön ist, dass wir das miteinander teilen. Is that in our
touch in our attitude on futon, we really want to support our client freedom in his of her life to choose in which direction they want to be. Und etwas, was ich einfach auch spüre, was wir alle miteinander teilen, ist, dass wir mit unserer Berührung unsere Klientinnen dabei unterstützen möchten, zu der größtmöglichen Freiheit zu gelangen, wählen zu können. 10 years ago, probably some of us would have said, I am good in treating Becky or whatever. No one today, because we move in another position, probably in life. Vor 10 Jahren hätte vielleicht jemand in so einer Veranstaltung gesagt, oh, ich bin sehr gut darin, also in der Behandlung von Rückenschmerzen, aber das war heute nicht der Fall, weil wir in einer anderen Zeit sind. So thanks a lot for this. Und vielen Dank dafür. Ja, danke schön. Frau Dr. Pfeiffer, was sind denn aus Ihrer Sicht die nächsten Schritte? Dr. Pfeiffer, what are the next steps in your view? Yes, here I want to connect to Patrizia Stefanini. We have to find together. And when we are together, we can develop a basis, which is more interesting to be funded, which is drawing more attention to be funded, ja. Und ich möchte hier an Patrizia Stefanini anschließen. Ich denke auch, dass es ganz wichtig ist, dass wir zusammenarbeiten, um eine Grundlage zu schaffen, die dann auch für Fördergeber spannender und interessanter ist. Yeah, and we will develop strategies how to get funding. We are already starting to do it. There are several ways. Und wir werden Strategien dafür entwickeln, wie wir Förderung und Finanzierungen bekommen. Und wir fangen gerade damit an. And we will also help each other out, because as you have noticed, in each country we face different limitations. So in Austria we are not allowed to heal, but in Germany you are. And so we can help each other out with a different kind of studies. So we can refer to Germany and say, oh, they are doing this. And they can refer to us, oh, they are doing that. And this is the benefit of international cooperation. Und wir können uns gegenseitig auch helfen und unterstützen. Und es gelten unterschiedliche Regeln in verschiedenen Ländern, aber das unterstützt sich auch gegenseitig. In Österreich dürfen wir nicht heilen. In Deutschland ist die Situation anders? Okay. Aber wir können uns gegenseitig unterstützen und helfen. Yeah. And when we find together, so for about a year ago, a lot of shiatsu practitioners said to me, oh, I don't want to do research. It's somehow the enemy. And now things change. We suddenly understand, oh, it could be a good partner for us. And with this community, we can increase our own research literacy so that we understand science in a better way. And that's the basis we build on. Yeah. Und es verändert sich die ganze Situation auch. Vor einem Jahr hatte ich das Gefühl, dass Shiatsu-Praktiker die Forschung eher so ein bisschen als Feind gesehen haben und nicht so interessiert waren daran, Forschung zu betreiben. Das verändert sich gerade und wir arbeiten auch daran, eine Wissensbasis für mehr Forschungskompetenz aufzubauen. Und ja, das ist wichtig. Ja. Ja, vielen Dank. Thank you. Das nächste Wort geht an Karin Kohr. Sie ist jetzt die Podiumsdiskutantin, klein Image-Sternchen Nummer 6. Und ich möchte Sie gerne fragen, also Sie als Wissenschaftlerin, also wenn Sie sind ja auch Shiatsu-Praktikerin, aber Sie sind eben auch Wissenschaftlerin, wenn Sie jetzt als Wissenschaftlerin und als Teil der Scientific Community antworten, was sagen Sie, was müsste Shiatsu-VertreterInnen mit kleinem ihren Sternchen tun, damit sie bei Ihnen als Wissenschaftlerin Anerkennung finden?
So, Karin Kurs, a final panelist, I would like to ask you as a scientist and as a shiatsu, practitioner, what kind of, how would the research need to look like to be accepted? Ja, also ein Perspektivenwechsel. Karin Kurs als Wissenschaftlerin, aus ihrer Perspektive. So, as a scientist, what kind of research would shiatsu have to do to be recognized from the scientific point of view? Oh, das ist keine ganz einfache Frage. Not an easy question. Ich denke, was wichtig ist, ist einfach ein klarer Fokus in der Forschung, um tatsächlich ein sehr klares Topic und eine sehr klare Forschungsfrage zu haben. I think it is really important to have a clear focus in research, to have a very clear research question. Und also damit auch quasi Forschung tatsächlich eben auch, wie Patricia Stefanini vorhin mal gesagt, dass quasi Forschung schon auf der einen Seite quantitativ und damit quasi auswertbar ist, aber eben trotzdem den qualitativen Aspekt nicht dabei verlässt. So actually to be quantitative, as Patricia Stefanini has also said before, in order to be able to be evaluated, but on a very high quality level. Ja, gut. Ja, sehr, sehr, sehr interessante Antwort. Ich bedanke mich sehr, Frau Kors. Das stimmt. Eine interesting answer. Ja. Ich möchte gerne die Podiumsdiskussion, wir haben ein paar Minuten nach 8 Uhr, ausklingen lassen. Möchte mich sehr herzlich bedanken beim Publikum für die Geduld, für die Achtsamkeit und Aufmerksamkeit trotz der großen Hitze. I would like to end this panel discussion. It's a few minutes past 8 with a big thank you to the panel and also to the audience for their mindful attention, also because it's really hot. Hot and long. Natürlich auch an alle PodiumsteilnehmerInnen und DiskutantInnen. Also a big thank you to all speakers on the panel. Meine ausdrückliche Hochachtung der Simultandolmetscherin aussprechen. Thank you. Und das Mikrofon an den sehr geehrten, großzügigen, auch klugen und lieben Gastgeber, Herrn Dr. Eduard Tripp, weiterreichen. I would like to pass the mic for a last time to Eduard Tripp, the host. Ich spreche nur in Vertretung für den ÖDS und ich möchte mich in der Funktion auch wirklich bedanken für allen, die da sind. Und ganz speziell, also mehrere so zufällige Reihenfolge, ganz speziell denen, die hier am Panel, also im Podium sitzen, weil jeder von uns oder jeder von euch hat sehr viel eigentlich auf sich genommen, quasi auch hierher zu kommen. Also ich möchte mich wirklich bei allen ohne Unterschied bedanken, weil es ist damit auch gleichzeitig etwas passiert, was sozusagen mein Wunsch war, was auch hier ausgedrückt wurde. In the name of the Austrian Shiatsu Society, I would really especially like to thank everybody who is here with me on the panel, because for each and every person here, it has taken a lot to actually come here and participate. Und einer der wichtigsten Punkte, die schon passiert sind, ist, dass wir zusammensitzen und gemeinsam, die Betonung liegt auf gemeinsam, uns was überlegen und eigentlich dieses Networking beginnen. And one of the most important things that's actually happening right now is that we sit here together and reflect about this theme together and with each other. Und das war ein bisschen die Idee der ganzen Organisation auch, dass wir als ÖDS, der jetzt doch ein relativ starkes Gewicht sozusagen in der Scherzo-Geschichte haben, weil wir der einzige Land mit einer expliziten Anerkennung und so weiter, dass wir auch schauen, dass wir das, was uns möglich ist, auch zusammenbringen, dass Leute zusammensitzen von verschiedenen Richtungen und ihre Positionen einbringen. So this was actually also the idea, and we as Austrian Shiatsu Society, we have some weight also because Shiatsu is recognized as a profession in Austria. So it's happy this has been happening to maybe create some momentum.
Da möchte ich mich bei OkiTalk bedanken, dass es wieder toll geklappt hat. Und auch thank you very much for OkiTalk. Nochmal dazu sagen, dass jeder, der jetzt, man konnte live mithören, also es ist immer total live, aber es ist auch zum Nachhören und ich habe die Erfahrung, es ist dann, glaube ich, am nächsten Tag oder am übernächsten Tag meist online, entweder auf OkiTalk beziehungsweise auf YouTube. Thank you very much and whoever could not join live, this recording will also be online after the discussion on OkiTalk and later on on YouTube. Würde ich gerne etwas noch ankündigen, es wird noch eine Nachlese auch schriftlich geben, was wir ausprobieren. Die Karin, der Achim und ich haben überlegt, ob wir das schaffen, einen gemeinsamen Artikel zu schreiben, sozusagen als Feedback oder als Zusammenfassung von dem, was hier geschah. So what we're also planning to do is three of us, Achim, Karin and me, will attempt to write a summary of what has happened tonight together. Ein herzlichen Dank nochmal an alle von euch. And thank you very much to everybody. Ja, danke sage ich auch hier an diese tolle Truppe, weil wir entschuldigen uns natürlich für das Rumpeln hier. Die Technik am Anfang war da nicht so berauschend. Es hat alles gestanden wieder und dann, ich weiß es nicht. Ja, und somit haben wir nachher wieder alle Mikrofone ausgetauscht. Die Funkmikrofone sind wohl nicht gut. Vielleicht hat es mit 5G zu tun in Wien, ich kann es nicht sagen. Wir sind auf jeden Fall umgestiegen auf Kabelmikrofone. Und ja, und ich glaube, das war auch das Beste, was wir tun konnten. Blieb uns nichts anderes übrig. Und ja, die Sendung werden wir natürlich möglichst schnell schneiden. Aber diesmal ein bisschen Geduld, weil wir dieses erste Drittel, so sage ich mal, ja, als auswerten müssen, wie wir das am besten sauber hinbekommen, dieses Band. Dankeschön fürs heutige Einschalten. Morgen geht's bei uns mit 2 Sendungen auf OkiTalk weiter. Da ist dann Frankly Dollinger Dance to Express Movement. Gellets Graphie. Und da ist der Raphael vom Lichtanker da. Und am Abend, dann haben wir einen Special Guest. Ich habe gerade schon 5G genannt. Das ist der Magister Dr. Gernot Neuwirth bei uns. Die dunkle Seite von WLAN und noch vieles mehr, WLAN und so weiter. Morgen ab 20 Uhr hier auf OkiTalk. Dankeschön hier ans Team mit hier in Wien, das Scherzo-Team. Mich hat so gefreut, so nett aufgenommen sind wir worden. Und jetzt bin ich ein bisschen laut gewesen. Ja, so schön war es hier gewesen. Tolle Leute. Wir schalten jetzt den Player an hier vom laufenden Programm aus dem Archiv. Wünschen euch einen schönen Abend. Ja, bis morgen 18 Uhr. Radio.